Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ist nicht so einfach in den aktuellen Zeiten. Komme aus Deutschland, hört man, glaube ich, ne? Also ich gebe mir Mühe, euch zu verstehen. Wenn ihr ein bisschen Hochdeutsch sprecht, das hilft mir immer sehr. Ich spreche normal eh Hochdeutsch, von daher, ich kann nicht anders. Und habe gerade beruflich, bin ich hier unterwegs in der Nähe und werde mit Markus mich leute unterhalten. Dass ich immer gern mal auch ein bisschen was auch vorstelle und deswegen ist toll, auch bei der JUK Schweiz mal hier vor Ort sein zu dürfen. Ich selbst komme aus Darmstadt, aus Deutschland, bin der Falk, bin auch einer von einer Java User Group. Wir haben in Darmstadt auch eine eigene Java User Group. Und falls ihr mal in der Nähe seid, im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel, Frankfurter Raum, sowas, dann kommt da gern vorbei. Wir machen auch einmal im Monat kostenlose Vorträge. Sodass ihr da, falls ihr eben mal beruflich oder privat da seid, vielleicht zufällig passen könnte. Und tatsächlich, aktuell sind wir, außer, also bei euch ist es jetzt anders, ne? Das ist meine erste Vor-Ort-Veranstaltung seit langem bei einer User Group wieder. Wir machen unsere Vorträge in Darmstadt jetzt schon seit 1,5 Jahren und auch wahrscheinlich mindestens noch ein halbes Jahr remote. Das heißt, man kann jetzt ganz einfach teilnehmen. Im Dezember, ich glaube am 9.12., also jetzt so in 2,5 Wochen, sowas in der Richtung. Da haben wir den letzten Vortrag in diesem Jahr. Da kommt Oliver Trotbohm, manche kennen ihn vielleicht noch unter dem Namen Oliver Gierke, und Henning Schwendtner, also auch zwei eigentlich sehr bekannte Sprecher, die erzählen was über J-Molecules, falls euch das was sagt. Wird es heute hier nicht gehen, aber könnt ihr euch mal schauen, würde ich mich freuen. Vielleicht sehe ich euch da online nämlich nochmal wieder. Gut, ein paar andere Worte zu mir, einfach damit ihr ein bisschen einsortieren könnt, warum ich jetzt zum Beispiel in der Schweiz gerade bin. Ich bin bei der Firma Embark, die sitzt eigentlich in Hamburg und ich wohne aber in Darmstadt. Das ist ja heute kein Problem mehr, irgendwie von weit weg zu arbeiten. Also ich muss nicht nach Hamburg, sondern bin zu Hause normalerweise oder eben mal beim Kunden. Und wir machen ganz viel rund um Softwarearchitektur, Softwarearchitekturberatung oder Schulung und deswegen bin ich eben auch gerade hier, ne? Ich habe eine Schulung zur Softwarearchitektur. Von daher, wenn ihr da Interesse habt, irgendwann mal was wissen wollt, also einfach so lockere plaudern wollt, können wir gerne nachher machen, wenn euch so zum Thema Architektur oder zu Embark, falls ihr Embark kennt, wenn euch da irgendwas interessiert, jederzeit gerne, ne? Freue ich mich. Aber ist natürlich nicht das Thema heute, von daher einfach freiwillig, wenn jemand was machen möchte. Ja, ansonsten, man sieht hier ganz viele Logos, falls ihr mal, weiß nicht, kennt jemand Darmstadt, war jemand mal in Darmstadt zufälligerweise, ist eine relativ kleine Stadt, ne? Also für deutsche Verhältnisse kleine Stadt. Wir haben ein Weltkulturerbe mittlerweile, UNESCO-Weltkulturerbe, der Fünf-Finger-Turm, zum Beispiel das ganze Areal. Das ist das Jugendstilzentrum, nennt sich das. Und die Mathildenhöhe heißt es offiziell, ein Jugendstilzentrum, so rum muss ich sagen. Also auch eine sehr schöne Ecke, kommt gerne mal vorbei. Vielleicht nicht ganz so schön wie Luzern, das gebe ich zu. Also Darmstadt war mal sehr stark zerbombt nach dem Krieg, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Wir haben zwar auch ein Schloss, das haben sie wieder aufgebaut, aber Luzern ist vielleicht noch mal ein bisschen hübscher als Darmstadt, das gebe ich zu. Aber falls ihr da seid, kommt gern vorbei. Java User Group Darmstadt habe ich gerade schon erwähnt. Java Land kann ich noch sagen. Da kennen Markus und ich, also wir kannten uns vorher schon, aber da haben wir auch viel zu tun miteinander. Java Land ist ja eine Konferenz, die die deutschsprachigen Java User Groups mitorganisieren. Ja, du bist Vertreter JUK Schweiz, ich von Darmstadt und so weiter. Vielleicht war da schon mehr von euch. Erzählt gern nachher, wenn wir dann noch beim Apéro zusammenstehen. Interessiert mich, ne? Immer so ein bisschen die Meinung auch, wenn ihr die Java Land kennt, falls ihr sie kennt, wie ihr sie halt findet. Cyberland ist so eine Online-Variante, machen wir gerade ganz viel, weil ja nicht so viel vor Ort gerade geht. Ne? Das sind so ein paar Themen. Wenn ihr Lust habt, lasst uns da gern später drüber sprechen. Ich komme aber mal zum eigentlichen Thema. Und das Thema ist natürlich Java. Und da haben wir jetzt vor, ich muss gerade mal rechnen, so etwa 2 Monate ist es jetzt her, wieder ein neues Release gehabt. Wobei das ist ja nicht mehr so was Besonderes, weil wir haben ja so gefühlt alle, also nicht gefühlt, wir haben alle halbe Jahre neue Releases aktuell. Das ist ja das neue Release-Modell, da erzähle ich auch gleich ein bisschen was dazu. Und Java 17 war ein besonderes Release jetzt im September, weil es so ein sogenanntes LTS, Long-Term Support Release war. Das heißt, da sind ein paar Sachen fertig geworden, so viel waren es zwar nicht, aber einige Sachen fertig geworden, die man so die letzten 2,5 Jahre quasi erstellt und eingebaut hat und jetzt mal wieder so eine Version hat, die dann auch für viele Jahre theoretisch dann, weiß nicht, wie ihr so bei euch in den Java-Projekten, wie ihr Java updatet, aber die auch wieder viele Jahre unterstützt wird mit Updates, mit Patches und so weiter. So, und ich habe eine kleine Umfrage vorbereitet. Jetzt seid ihr nicht so viele, aber wäre trotzdem cool, wenn ein paar mitmachen würden. Ihr könnt also entweder so ganz oldschool abscannen, ja, das ist echt neu für mich, ne? Mal schicke ich, hätten wir jetzt remote, würde ich euch den Link einfach im Chat schicken. Aber ihr könnt ja mal probieren, ob das klappt. Ist einfach ein Google-Formular, Google Docs-Formular. Und das sind so, ich 5, 6 Fragen, bin mir nicht ganz sicher, ne? Es geht ganz schnell. Also eine Minute seid ihr durch. Das sind so ein paar Sachen wie: Seid ihr Entwickler, seid ihr Architekten?
Nutzt ihr schon Java 11 oder Java 17 vielleicht sogar oder noch in eine ältere Version? Vielleicht schaffen wir es dann am Ende. Also wir sind ja relativ locker runter. Also ich kann dann gleich auch mal aufs Ergebnis gucken. Ne? Können wir mal gucken, was ihr so angekreuzt habt. Und für mich ist es immer ein ganz schönes Stimmungsbild auch. Was heißt, wenn jetzt, meine jetzt nicht so repräsentativ, aber wenn ich jetzt eine größere Gruppe habe, sehe ich auch mal, wie ist so die Verteilung eigentlich. Ne? Also deswegen mache ich das immer ganz gern. Und ihr könnt mir ja trotzdem weiter zuhören, wenn ihr da gerade fleißig tippt. Also vielen Dank schon mal an alle, die mitmachen. Und die Ergebnisse würde ich euch dann auch teilen irgendwie. Entweder bei Twitter oder wir gucken es uns nachher an. Ne? Das ist kein Problem, ist nicht, kein Geheimnis in dem Sinne. So, ja, wir fangen mal an. Ich habe hier eine Agenda auch mitgebracht, wie sich das gehört, dass ihr ein bisschen euch einsortieren könnt, was jetzt kommt. Ich denke mal, so eine Stunde werde ich brauchen. Ich stehe also jetzt zwischen euch und dem Apero. Wenn ihr nicht zu lange redet, müsst ihr mich dann nach oben scheuchen, dann machen wir oben weiter oder so. Aber ich habe ja natürlich keinen Druck. Bei einer Konferenz muss man dann immer so auf die Zeit achten. Das haben wir heute nicht. Also fragt gerne zwischen auch. Ich kann nicht alles beantworten, das kann ich jetzt schon versprechen, aber wir können auch gemeinsam Dinge uns anschauen, vielleicht auch mal kurz im Netz was googeln und so weiter. Ich lerne auch dabei. Ich finde das immer toll, wenn man auch Fragen kriegt und von daher macht das gern. Ja, ich möchte hauptsächlich über die neuen Features sprechen. Das ist so ein bisschen Kapitel 3 und 4. Der erste Teil ist so etwas Vorgeplänkel. Gucken wir mal kurz rein. Die erste Frage, die man sich wahrscheinlich stellt, also hoffentlich wir nicht, ne? Also wir wissen das eigentlich, aber was man ja doch öfter mal jetzt hört von Leuten, die nicht so aus der Java-Ecke kommen, ist Java eigentlich noch State of the Art? Also ist Java eigentlich noch das, was es mal lange war? Und es gibt ja so verschiedene Indizes, wo man Java quasi einsortiert, Platz 1, Platz 2, Platz 3 und so weiter, der bekanntesten oder meistverwendetsten Programmiersprachen. Der bekannteste Index, den ich kenne, ist dieser, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, Mist. Tiobi, genau, Dankeschön, den meinte ich ja. Und da ist Java letzter Zeit ein bisschen abgerutscht. Ne? Also da ist so JavaScript, glaube ich, weiter oben und oder C. So C ist ja immer C, C++ häufig zusammen. Und auch Python hat natürlich unheimlich aufgeholt, weil Machine Learning so ein wichtiges Thema geworden ist. Und ich glaube, der Tiobi-Index, wenn ich mich jetzt nicht täusche, basiert auf Suchanfragen. Das heißt, da suchen natürlich mehr Leute jetzt nach Python, weil sie auf einmal Machine Learning machen müssen, als die, wir brauchen nicht nach Java suchen, wir kennen das ja schon. Dementsprechend ist es ein bisschen abgerutscht. Aber nichtsdestotrotz ist Java da irgendwie die letzten 15 Jahre immer in den Top 3 gewesen. Das zeigt ja schon mal, so schlecht kann es nicht sein. Aber die Welt hat sich weiterentwickelt. Ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht. Tatsächlich, Java ist ja 1995 etwa rausgekommen. Und da sahen die Rechner noch so aus. Ich habe erst überlegt, ob ich einen Rechner nehme. Ich habe dann mal meinen Rechner, also das ist der hier. So einen hatte ich mal. Weiß nicht, du kennst das vielleicht noch, oder? Phobis, das war so eine Kette. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch gab. Die gab es in Deutschland. Das war so eine Art Mediamarkt für PCs, aber eben nur PCs, nicht auch noch nicht auch noch HiFi-Anlagen oder sowas. Also nicht so groß. Und da konnte man dann Colani, also das war natürlich nicht, das Bild ist nicht von mir leider. Ne? Ich habe den Rechner zwar noch, aber der steht irgendwo im Keller. Das Diskettenlaufwerk ist nicht original, leider. Aber das war Design von Colani. Das ist so ein Designer gewesen, der in Deutschland, kennt man, oder Italiener, glaube ich sogar, weiß ich gar nicht genau. Der hat so verschiedene Sachen designt, unter anderem PCs. Und mein erster Rechner, das ist jetzt ein 386. Meiner war ein 486er mit 25 Megahertz. Das war mein erster Rechner, da war ich 17, glaube ich. Da habe ich meine Mutter überredet, so ein Ding zu kaufen. Die hatte keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, aber das war so meine erste Berührung. Ich habe ja natürlich gespielt am Anfang, aber ich habe auch so ein bisschen programmiert, Pro Pascal damals und. Ja, ich schweife gerade aus, aber ich habe noch nicht Java in Mitte 90er kennengelernt, sondern ich bin dann erst im Studium, Ende der 90er, dazugekommen. Auf jeden Fall, so in den 90ern, so Mitte der 90er, da hatten wir Java halt viel auf dem Desktop oder wir hatten es als Applets, das war ja so diese neue tolle Sache damals, ne? Die wird gerade abgeschafft, Applets werden wir nicht mehr lange haben, leider. Und heute sieht es so aus: Wir haben nicht mehr einen Desktop-Rechner, wo irgendwie Java läuft, sondern wir haben irgendwie verschiedenste Arten, viele Webanwendungen natürlich auf dem Smartphone. Wir haben Android, das ist auch eine Java-Variante. Wir haben ganz viel mobile Anwendungen. Wir sind in der Cloud. Wir haben Desktop und mobile. Also wir können von überall arbeiten und so weiter. Ne? Da hat sich einiges getan. Damals war der Duke noch so aus. Heute sieht er ein bisschen schicker aus. Wir sind jetzt bei Java 17 angekommen. Da hat sich auch einiges getan. Am Anfang hat man so diese Releases so alle 2. Ich glaube, ich habe auch eine Grafik dazu nachher nochmal da. Alle 2 Jahre und dann wurde es mal immer länger. Mittlerweile haben wir wieder alle halbe Jahre. Also da hat sich einiges getan. Wer kennt das hier noch? Das Prinzip. Ja? Genau, das ist sehr gut. Das habe ich selten, dass die Leute das noch wissen. Und das war ja auch so ein Slogan von Java. Das war, glaube ich, auch einer, also neben den Applets, die aber mehr Spielerei waren, war das, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte, warum Java so auch bekannt geworden ist und sich so entwickelt hat.
weil man eben die Versprechung hatte oder das Versprechen hatte, dass man einmal eine Java-Anwendung kompiliert hat in diesem Bytecode und dann konnte man überall das ausführen, wo man eben eine virtuelle Maschine hatte. Und das haben wir aber heute, brauchen wir nicht mehr, weil haben wir ja sowas wie Docker, ne? Da kann man auch alles einpacken und überall laufen lassen. Also eigentlich braucht man das nicht mehr wirklich. Also das fällt irgendwie so ein bisschen weg. Und das Problem, Docker ist auch so ein Symptom quasi, dass wir in so die Cloud-Native-Anwendung, ne? Also dass wir eher Anwendungen bauen, die in der Cloud laufen, serverless vielleicht und so. Und da performt Java tatsächlich nicht so gut, zumindest in der Ursprungsvariante, weil da wollen wir schnell neue Services hochfahren in Millisekunden, die dürfen nicht viel Speicher brauchen und die müssen auch noch sonst schnell sein. Und das ist Java leider nicht. Java ist eher dafür bekannt, eher so ein dickes Ding zu sein, was dann mal auch eine Minute oder 2 Minuten braucht, um hochzufahren. Und dann ist es sehr stabil, dann läuft das jahrelang durch, aber das will man ja gar nicht. Wir wollen ja ein paar Sekunden laufen lassen, wieder runterfahren und 10 Minuten später wieder hochfahren. Und da kommt natürlich dann sowas wie GraalVM ins Spiel. Ne? Das habe ich da oben auch als Logo. Oder da kommt dann sowas wie Kubernetes auch ins Spiel. Kubernetes ist für mich das Application Server 2.0. Ne? Da haben wir lange Zeit mit Application Server rumgeärgert. Jetzt ärgern wir uns, also vielleicht, weiß ich nicht, aber ist nicht einfach, ärgern wir uns möglicherweise mit Kubernetes herum. So hat sich die Welt verändert. Und das ist jetzt nichts Neues, was ich euch hier erzähle. Wir wollen natürlich auf Java schauen. Ne? Das ist nur so ein bisschen das Vorgeplänkel. So, ich habe mal so einen Zeitstrahl mitgebracht und das waren jetzt so die letzten 25 Jahre. Wir befinden uns da irgendwie ganz weit rechts gerade und am Anfang hießen die Versionen noch 1.0 und so weiter. Dann gab es mal dieses Marketing-Update, wo wir dann auf einmal nur noch einstellige Zahlen hatten und die Abstände immer größer wurden. Man sieht, glaube ich, hier hat Oracle Java gekauft, da war es besonders lang, weil sie einfach andere Probleme hatten, als Java 7 fertig zu machen. Java 8 war ein großer Einschnitt, da kam ziemlich viel auf uns zu. Da knabbern einige heute noch dran, glaube ich, an Java 8. Und einfach, weil da sehr viele Änderungen gab. Ne? Und wenn man sich nicht so mit den neuesten Sachen beschäftigt, war das schon eine große Änderung. Java 9 ist auch ein sehr großes Update, finde ich, gewesen durch das Plattform-Modulsystem. Auch das verwendet heute kaum jemand wirklich in echten Projekten. Ne? Also vielleicht in so Frameworks, da ist das schon mittlerweile vielerorts drin. Aber ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen, aber ich habe es jetzt noch nirgendwo gesehen, dass jetzt jemand explizit das Plattform-Modulsystem benutzt hat, um seine eigene Anwendung zu zerlegen. Und eigentlich ist es ganz gut, dafür ist es eigentlich ganz gut geeignet. Nicht so mächtig wie OSGI, aber je mächtiger, desto komplizierter wird es ja auch. Also ich finde das gar nicht so schlecht, das Plattform-Modulsystem. Habe es aber auch noch nicht wirklich angewendet, muss ich zugeben. Ja, und dann auf einmal 2018 fingen die an, alle halbe Jahre Versionen rauszubringen und jetzt sind wir schon bei 17. Ja? Und nächste Woche, übernächste Woche wird schon 18 festgemacht vom Feature-Umfang. Ne? Da habe ich auch eine Folie mitgebracht. Da hat sich gerade, ich habe gestern Abend noch geguckt, zwei neue Features wieder hinzugekommen. Also es geht hier rasant, da haben wir schon die nächsten Themen, die wir uns nachher auch noch mal kurz anschauen können. Gut, die Grafik ganz kurz noch mal erläutert, das war auch so um die 2018 rum, also da, wo Java 10 ja auch rauskam. Da hatte man dann auf einmal bei Oracle neue Ideen und zwar fing man dann an zu sagen, Oracle Java, das war das Java, was wir alle kannten. Ne? Ich meine, es gab immer schon von der IBM und von anderen Firmen auch Java JDKs, die wir runterladen konnten, aber eigentlich haben wir immer das von Oracle benutzt, also ich, ja, und kenne viele, die das auch gemacht haben. Und auf einmal sollte das Geld kosten. Ne? Sie haben ihr ganzes Lizenzmodell geändert. Also Geldkosten ist immer so relativ, man konnte es natürlich privat weiter frei einsetzen und es gab ja auch diese Oracle Open JDK-Variante, die immer für ein halbes Jahr unterstützt wird und dann muss man aber updaten, wenn man dann noch Support möchte. Also sie haben es einfach verkompliziert. Das haben sie übrigens rückgängig gemacht, interessanterweise, komme ich nachher nochmal dazu. Das war so der Stand von 2018. Jetzt sind wir bei 2021. Es gab ganz viele Zwischenreleases, die dann so alle halbe Jahre kamen und jetzt mit 17 ist das nächste LTS-Release nach 11. Tatsächlich ist so gefühlt, hat die Hälfte der Java-Entwickler noch nicht mal 11, ja, weil sie immer noch bei Java 8 oder noch älteren Versionen hängen. Aber da gibt es verschiedene Statistiken. Ich habe auch ein paar mit. Das kann man jetzt natürlich nicht so pauschal sagen. Bin mal gespannt, wie es bei euch ist. Ihr habt ja auch gerade so eine Umfrage ausgefüllt. Gut, ja, kurze oder lange Geschichte. Was wollt ihr hören? Die kurze Geschichte, da sind wir schneller beim Apero. Wir gucken uns nur die Sachen an, die in Java 17 hinzugekommen sind. Das sind nicht so viele. Das sind so 12 Stück irgendwie. Aber nee, das machen wir natürlich nicht. Wir wollen eigentlich gucken, was sich seit 11 getan hat. Also was ist seit 11 passiert? Und das sind ja doch einige Sachen, die dann auch über mehrere Releases immer wieder neu rauskamen, sodass man sich dann quasi mit Preview-Features schon mal den Leuten das gezeigt hat. Dann gab es, also wir vielleicht jetzt nicht, aber es gibt andere, die geben dann wirklich Feedback und das war sehr wertvoll, um das dann nochmal zu verbessern oder noch zu erweitern. Und so ist da, glaube ich, sind da sehr gute Sachen jetzt auch entstanden. Beziehungsweise einige sind noch so im Fluss. Also leider, das war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Für mich war immer so ein Grundsatz,
wenn ein LTS-Release rauskommt, dann werden alle Features, die vorher in den letzten 2,5 Jahren entwickelt werden, die werden finalisiert und dann laufen die dann und dann ist quasi so eine Version, wo nichts Preview-mäßiges mehr drin ist. Aber diesmal haben sie relativ viel Preview-Features auch in 17 wieder drin. Also sie sehen das einfach als so einen Fluss an mittlerweile. Das LTS-Release heißt tatsächlich wirklich nur, dass es ein länger unterstützt wird von den verschiedenen Anbietern. Also wir gucken auf die rechte Seite. Also wir machen schon ein paar mehr Features als nur die von 17. Und ich weiß nicht, wer ihn kennt, Gerrit Grunwald, der war auch hier in der Schweiz ein paar Jahre bei damals Kanu, zwischendurch glaube ich noch mal kurz Karakun, kennt ihr vielleicht die Firma, hat er mal zeitlang gearbeitet, der hat auch sowas wie geschrieben, naja, es sieht ja gar nicht so viel aus. Aber wenn man mal betrachtet, dass ja eigentlich in 17 eben auch die Sachen drin sind seit 12 und die meisten ja eher so zwischen 11, von 11 auf 17 wechseln, dann ist es doch eine ganze Menge passiert und genau das will ich euch auch zeigen. So, was bisher geschah? Wir hatten das Bild hier schon gesehen. Wir haben also diesen neuen Release drin. Alle halbe Jahre hatte ich schon so ein bisschen angekündigt und alle 3 Jahre sollten LTS-Release kommen. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, alle 3 Jahre wäre ja 23 das nächste. Das haben sie gerade geändert. 21 wird das nächste LTS-Release sein, schon in 2 Jahren. Also von heute ist nicht mal mehr 2 Jahre. Ne? Das ist dann im September 2023. Genau, müsste so halbwegs passen hier. Das heißt, es wird alles schnelllebiger. Auch Oracle versucht da so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben. Durch diese ganzen Änderungen vom Release-Modell, von der, dass die Sachen kostenpflichtig wurden, dass es kein freies Oracle JDK mehr gab und so weiter, das ist ja auf den ersten Blick erstmal sehr ärgerlich gewesen und hat auch viele Leute aufgewühlt, weil sie dann dachten, oh je, jetzt habe ich kein freies Java mehr, jetzt muss ich Lizenzgebühren zahlen. Amazon hat sein eigenes JDK entwickelt, weil die natürlich auf ihren riesigen Serverfarmen ganz viele JDKs haben laufen lassen und die dann auf einmal nach Prozessoren, glaube ich, lizenzieren mussten. Ne? Und das war dann richtig teuer für die. Wenn sie das Oracle JDK genommen haben, haben sie einfach ihr eigenes gebaut, ja? Haben jetzt ihr Coretto Amazon JDK gemacht. Und so haben wir eigentlich ein richtig cooles Ökosystem jetzt bekommen. Das ist eigentlich schön, ne? Das Bekannte ist natürlich, das heißt jetzt hier schon Adoption. Viele kennen es vielleicht noch als Adopt Open JDK. Ist gerade, fängt jetzt an oder wird jetzt umbenannt oder ist jetzt schon umbenannt seit ein paar Wochen mittlerweile. Das Projekt Adopt Open JDK ist zu Eclipse gewandert. Eclipse ist so ein bisschen das Auffangbecken für alle alten Java oder für viele Java-Projekte jetzt ja geworden. Auch diese ganzen Jakarta-Sachen, Java IE und so weiter sind da ja gelandet. MicroProfile ist da eh schon gewesen. Und die haben jetzt eine neue Runtime, die haben das dann anders genannt, um das so ein bisschen abzugrenzen. Die nennt sich Temurin. Schon mal gehört, das ist ein Anagramm für Runtime. Viele kennen vielleicht Hendrik Eppers, der zeigt das dann mal schön, dass das irgendwie dann sich so vermorft dann zu Temurin wird, Runtime. Und Temurin ist wohl aber auch, habe ich bei ihm gelernt, so ein Stoff, so ähnlich wie Koffein oder Thein, gibt es auch einen Stoff Temurin irgendwie. Also das haben sie sich gut ausgedacht, diesen Namen. Das ist das Bekannteste und das ist auch mittlerweile so, in vielen Umfragen kriegt man so mit, dass das Oracle JDK mittlerweile als meistverwendetste JDK-Variante so langsam ablöst. Ne? Wie gesagt, ganz sicher weiß man das natürlich nicht, aber kriegt man so ein bisschen raus. Und die anderen Anbieter, die gab es teilweise schon viel länger. Es gibt so sehr exotische Sachen wie Liberica, die sind, glaube ich, so im Embedded-Umfeld zu Hause, oder Azul, die sind in so High-Performance-Sachen schon immer zu Hause. SAP hat schon immer sein eigenes JDK gehabt, jetzt haben sie halt auch. Also tatsächlich sind die meisten einfach nur Varianten des Open JDK. Open JDK ist ja die Open-Source-Variante von Java, die man eben vor ein paar Jahren jetzt wirklich dann mal, also die gab es schon länger, aber dann hat man es dann mal geschafft, sie auch mit dem Oracle JDK zu synken oder besser gesagt, man hat so viel in das Open JDK reingepackt, dass die dann gesagt haben, okay, das Oracle JDK ist auch nur ein Klon davon und alle anderen sind auch nur Klone davon. Und dadurch haben wir eigentlich, egal welche Variante nutzen, immer dasselbe JDK. Natürlich haben wir dann, je länger wir es dann nutzen, verschiedene Patches, die Hersteller dann wieder selber machen. Ja? Das ist dann nicht immer die Original-Patches von Oracle oder so. Die sind nur in dem Haupt-JDK drin und wenn die dann einmal davon abgezweigt sind, haben wir dann vielleicht bei SAP andere Patches oder so. Aber das betrifft uns wahrscheinlich eh nicht so sehr, sage ich jetzt mal. Genau, es gibt noch so exotische Sachen wie Alibaba, also exotisch dahingehend, dass es wahrscheinlich bei uns keine Vertreibung hat, aber das ist genau wie Coretto von Amazon. Alibaba hat ja auch so eine große Cloud, ist aber eher so in Asien zu Hause. Wir haben natürlich Oracle hier, wir haben Red Hat. Red Hat ist deswegen spannend, weil Red Hat quasi immer die JDKs, nachdem Oracle die quasi abgegeben hat, also die machen ja immer nur das aktuelle JDK und dann haben wir ja die Version 11 noch oder dann jetzt bald 17 und die pflegt dann quasi Red Hat weiter. Also Red Hat ist so der Maintainer von den alten LTS-Releases im JDK, sodass es da eben auch weitergeht und es gibt Oracle ab, die machen dann halt mit 18, 19 weiter. Ne? Die holen sich immer die neuesten Sachen raus, aber man darf jetzt nicht auf Oracle rumhaken, die machen schon am meisten am JDK. Ne? Also auch wenn da so viele Firmen hier beteiligt sind, so 99, 95% gibt es so Statistiken so aus den
aus den Commit-Message, also aus der Commit-Historie von Java, vom JDK, das ist schon Oracle, die daran arbeiten. Also da müssen die schon noch aufholen, die IBMs, die Red Hats, die Coretto, Amazon und so weiter. Gut, also das ist so auch eine gute Sache, dass wir eigentlich noch viel mehr Optionen jetzt haben. Und das JDK 17 ist hier auf der Webseite, hatte ich mal einfach einen Screenshot gemacht, ist sozusagen irgendwann jetzt im September, 14., da steht es genau, 14. September rausgekommen, deswegen habe ich den Screenshot, glaube ich, gemacht. Ich weiß es gerade nicht mehr, ist auch nicht so wichtig. Und da wollen wir natürlich jetzt drauf schauen. Und dafür, bevor wir da hinkommen, habe ich aber nochmal so die Änderungen mitgebracht, die es jetzt eben seit mittlerweile 3 Jahren ja gab. Also vor 3 Jahren kam Java 11 raus. Und vielleicht nochmal so eine kleine Statistik, da gibt es verschiedene. Ich habe mal 2, glaube ich, mitgebracht. Das hier ist jetzt von JRebel. JRebel ist so ein Hersteller aus Baltikum, kommen die ursprünglich, glaube ich. Und die haben so ein Performance-Tool zum Beispiel, oder sie haben so Tools im Performance-Bereich Java. Und die haben so einen Report, den sie einmal im Jahr machen und ihre Kunden oder Leute fragen, die auszufüllen. Ähnlich wie meine Umfrage hier. Ne? Und dann sieht man sehr schön, das ist jetzt so Anfang des Jahres, also jetzt auch schon fast ein Jahr alt natürlich. Und da war Java 8 noch sehr weit verbreitet. JavaScript komischerweise auch, keine Ahnung, aber Java 11 noch nicht so wirklich viel und 9, 12 oder wenn man eben auf die kleineren Versionen gegangen ist, das war ja noch vor 17 an der Stelle, waren auch ein paar, aber nicht so wirklich viele und immer noch 15%, 7 oder älter, das finde ich auch schon eine Menge. Und so einen ähnlichen Bericht habe ich hier mal noch von Snyk mitgebracht, das ist eine holländische Firma. Da sieht man, das ist ein bisschen anders aus, also 8 und 11 sind fast gleich verteilt hier, man konnte Mehrfachnennung machen, ne? Manche haben halt beides im Betrieb oder so. Aber das ist dann doch schon sehr nah beieinander hier. Und da ist auch die Älteren sind deutlich geringer an der Stelle. Und die Neueren, gut, ein paar haben auch 15 schon verwendet. Das ist also auch ganz spannend hier. So, und dann habe ich mal noch auch von denselben Reports mir angeschaut, welche JDK-Versionen da am verbreitetsten sind. Hier kommt tatsächlich Oracle am besten weg. Und ich weiß nicht, was bei den Generic OpenJDK ist, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Also ob das die Oracle JDK, OpenJDK-Variante ist und das die kommerzielle Variante ist, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Adopt OpenJDK ist noch relativ klein hier. Bei Snyk ist es ein bisschen anders. Da ist tatsächlich Adopt OpenJDK, also Adoptium heißt es ja jetzt, ne? Nochmal als Hinweis, ist da schon am stärksten verbreitet, wobei Oracle zusammengerechnet immer noch erster Platz wäre. Ne? Aber da sieht man dann schon, dass sie eben mehr Fans gefunden haben in diesem Umfeld, sag ich mal. So, das ist so eine kleine Statistik, das ein bisschen einzusortieren. Und dann habe ich ja hier, und das müssen wir jetzt nicht durchlesen, keine Angst, einfach mal die ganzen Features mitgebracht. Java 12 zum Beispiel, ich pick mal einfach 2, 3 Punkte raus, weil die gucken wir uns dann auch gleich an. Da waren zum Beispiel die Switch Expressions neu an der Stelle. Ein paar interne Sachen, da gehe ich nicht so drauf ein. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen out of scope hier. Wir gucken eher so auf die entwicklerlastigen Themen. Aber sowas wie Class Data Sharing hat sich auch ein bisschen was getan. Das sind schon auch spannende Themen oder auch beim Garbage Collection gibt es einige Sachen. Shenandoah ist ein neuer Garbage Collector. Also da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf, aber nicht so im Detail. So, das nächste wäre dann Java 13. Da war relativ wenig los, aber da gab es dann neben Switch Expression erneut gab es dann Textblöcke. Textblöcke ist deswegen spannend, weil die sollten schon mal in Java 12 als Raw String Little rauskommen und wurden aber dann quasi kurzfristig wieder zurückgezogen, weil man gemerkt hat, es war noch nicht so durchdacht. Und die Idee von Raw String Littles war, genau wie bei Textblöcke, dass man mehrzeilige Texte hat. Das hat dann auch in Java 13 kam das dann auch. Sehen wir auch gleich ein Beispiel. Aber es gab auch noch so, dass man bestimmte Sachen nicht escapen musste. Das war auch ganz spannend. Und eigentlich habe ich immer darauf gehofft, dass es auch Ersetzungen in Java endlich gibt, so Interpolationen. Das, was viele andere Sprachen auch können, dass ich so Platzhalter benutzen kann im Text. Das hatten sie aber nie vor. Also das ist eh nicht gekommen. Und vielleicht kommt das irgendwann. Also ich glaube, sie wollen auch Textblöcke irgendwann weiterentwickeln. So, Java 14 ist wieder extrem viel passiert. Spannend ist hier Records beispielsweise oder Helpful Null Pointer Exception. Die beiden gucken wir uns auf jeden Fall gleich an. Dann in Java 15 ist auch eine Menge gewesen, wenn man sich das mal anschaut. Und da ging es dann schon los mit Pattern Matching. Pattern Matching ist so ein bisschen das überragende, alles überragende Thema quasi aktuell, kann man fast schon sagen. Ne, da passiert gerade sehr viel. Es ist noch nicht fertig, aber das sind sehr spannende Sachen, die da jetzt kommen und Pattern Matching kommt hier eher aus der funktionalen Programmierung. Da werde ich dann gleich ein bisschen noch erzählen. Ich beschäftige mich auch schon lange damit, bin jetzt auch kein Experte. Also funktionale Programmierung, boah, das ist schon eine steile Lernkurve. Ne? Ich habe mich mal ein bisschen mit Haskell auseinandergesetzt, das ist spannend, kann man schöne Sachen mitmachen. Aber dann finde ich Java dann doch noch ein bisschen angenehmer so zum Programmieren tatsächlich erstmal. Muss ich da echt tief einarbeiten. So, und dann Java 16, auch wieder viel passiert, ja, schon überraschend. Für ein halbes Jahr haben sie echt eine Menge da auch auf die Beine gestellt.
Da tauchen dann, ich gucke gerade mal, eine Sache habe ich gerade noch vergessen, die sehe ich jetzt gerade nicht, ne? Aber doch, da unten ist Sealed Glasses, hatte ich vorher noch nicht erwähnt. Das auch, gehört auch zum Pattern Matching und zu diesem Umfeld auf jeden Fall. Kann man auch allein benutzen, aber hat auch mit dem Pattern Matching zu tun. Ja, und jetzt sind wir bei 17 und auch da kam eben eine Menge hinzu und tatsächlich auch Neues, ne? Und auch Preview-Features. Und das Neueste, was jetzt da hinzugekommen ist, das werden wir auch gleich sehen. Ich finde es gerade nicht. Aber da geht es auch nochmal um Pattern Matching. Ja, doch, da ist es. Pattern Matching for Switch. Das ist quasi jetzt so, man hat ganz lange jetzt 2 Jahre quasi Dinge hinzugefügt und das ist jetzt so der erste Mal, dass wir Pattern Matching in Java sehen mit einem Pattern-Typ. Es gibt verschiedene Pattern-Typen. Einer kommt dann jetzt in Java 18, habe ich eben gerade gesehen, kam ganz frisch jetzt heute rein. Da wird sich also noch ein bisschen was tun. Gut, ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu unterteilen, dass wir. Ja, schauen so ein bisschen auf die neuen Features. Das wird natürlich der Hauptteil des Vortrags sein, aber auch ein bisschen Richtung Gabelstrukturen, Richtung Internas und Richtung API-Änderungen auch gucken. Und ich würde sagen, neue Features, ein kurzer Überblick erstmal. Was ist da so? Das meiste hatte ich gerade schon gezeigt. Das waren eben die Switch-Expressions, Pattern-Matching for Instance of, Helpful Null Point, Records und Sealed Classes. Die 4 Sachen, die gehören irgendwie so zu diesem Pattern-Matching-Umfeld, dann Textblocks und Helpful Null Point Exception. Das sind so für mich die herausragendsten Sachen. Und natürlich fehlt noch eine Sache, und die kam jetzt in Java 17 hinzu, ist aber noch Preview-Feature, deswegen so ein bisschen mit Vorbehalt. Nutzt jetzt noch nichts, wir können es noch nicht produktiv einsetzen. Das ist dann eben dieses Pattern-Matching for Switch. Ja, die anderen Sachen, die wir eben gesehen haben, die kamen hauptsächlich noch bis Java 16 schon. Und das ist jetzt quasi ganz neu auch im September rausgekommen. So, es gab noch ein paar andere Änderungen. Zum Beispiel, ich glaube, in, das muss ich gerade mal gucken, genau, 16 war es, hat man einiges geändert im Ökosystem oder im Entwicklungsbereich von Java. Und zwar hat man zum einen die Sourcen von Mercurial nach Git umgezogen. Mercurial ist ja auch so ein verteiltes Versionsverwaltungssystem. Ich habe es nie verwendet, ist wohl nicht so verbreitet und das hat immer so ein bisschen gehemmt, weil die Leute, die meisten es nicht gut kennen. Und Git ist ja mittlerweile so Standard, ne? Das ist quasi normal, dass wir alle Git nutzen. Und sie sind sogar nach GitHub umgezogen. Das heißt, die Quellen sind jetzt irgendwo bei GitHub, also irgendwo sind bei GitHub und da kann man eben auch relativ einfach mitarbeiten jetzt. Und das war so also das Ziel, dass man eben neue JDK-Entwickler im Open-Source-Bereich auch anziehen kann. Da kann ich übrigens auch noch kurz was erzählen. Und zwar, ich hatte eben dieses, ganz am Anfang meiner Vorstellungsfolie hatte ich so ein Cyberland-Logo. Weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Cyberland ist, wie gesagt, so eine Online-Variante, so ein bisschen von den Java-Land-Veranstaltungen. Und da haben wir letztens, und das soll jetzt im Dezember wieder kommen, ein Open Source Camp gemacht. Geht so ein bisschen Richtung Hacker Garden, was der Markus ja auch öfter auch hier manchmal schon macht und glaube auch einige von euch sind da dabei. Und bei dem Open Source Camp geht es so ein bisschen darum, Leute an Open Source Projekte ranzuführen. Und wir hatten das jetzt im, es war glaube ich im September, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube September war das, da hatten wir gerade Adopt Open JDK als, also Temurin Adoptium als Projekt. Wir hatten Jakarta IE im Mercury Profile, da waren dann Leute da, die haben so ein bisschen vorgestellt, wie man da mitarbeiten kann. Und jetzt in 2 Wochen etwa, können wir nachher mal gucken, habe ich das, gibt es das Ganze wieder? Da sind andere Projekte diesmal dabei. Also, falls ihr Lust habt, ist online, remote einfach, könnt ihr gerne mitmachen. Fehlt mir gerade auf, weil eben hier auch es ja darum geht, Leute animieren, mitzumachen. So, andere Sache auch mit Java 16, also das sind so kleine Sachen, ne? Deswegen picke ich sie mal ein bisschen raus, um das auch mal wenigstens zu zeigen. Gibt es ein neues Packaging-Tool? Die Idee von so einem Packaging-Tool ist, dass ich einfach meine Java-Anwendung, wenn ich sie kompiliert habe in Bytecode, dass ich sie verpacke in so ein MSI oder Windows oder in so ein Paket, was für Linux, macOS und so weiter, wie die auch mal heißen, dann ich quasi verteilen kann, um es zu installieren. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Es ist, ich muss gerade überlegen, ich glaube, Splash Screen und sowas haben die nicht. Und was sie auch nicht haben, was man vielleicht erwarten würde, wäre, dass es dann so automatische Updates gibt. Also, dass ich meine Anwendung als so ein Paket installieren kann und dann irgendeinen Update-Mechanismus habe, um dann neueste Versionen meiner Anwendung irgendwie automatisch installieren zu lassen. Das gibt es alles nicht. Also, es ist wirklich so ein reiner, ich kann das eben in so ein plattformspezifisches Exe-Datei oder MSI oder was es da eben so gibt, verpacken und ausliefern. Ist ganz nett. Insbesondere, was man machen kann, man kann das verknüpfen mit etwas, das nennt sich J-Link. Das gibt es schon länger, deswegen habe ich es hier nicht mit drauf. J-Link gibt es seit den Plattform-Modulsystemen, glaube ich, also kurz danach, kann auch sein, dass es erst in 10 oder 11 kam. Die Idee von J-Link ist, dass ich die Module, die ich für meine Anwendung brauche, quasi spezifiziere und dann zusammenpacke und mein eigenes JDK zusammenbaue. Also nur die Module, die ich wirklich für meine Anwendung verwende. Und das JDK ist ja sehr groß und ich brauche ja nicht alles. Ne? Das ist immer so das Problem. Ich brauche 10% und liefere aber mal so ein 150 MB-Teil aus oder muss das installieren erst, damit ich dann meine Anwendung starten kann. Und man kann jetzt J-Link nutzen, um seine eigenen Services
mit dem JDK quasi zu verpacken oder JRE dann, ne, reicht ja die Laufzeitumgebung. Und das dann mit dem Packaging-Tool nochmal kombiniert, habe ich dann sogar eine ausführbare Installationsdatei. Also das ist so eine Idee, habe ich jetzt noch nie ausprobiert, vielleicht habt ihr da Erfahrung, fände ich spannend, würde ich mich freuen, wenn ihr da erfahre. Aber das ist so die Richtung, warum ich das auch jemandem mit zeigen wollte. So, Garbage-Kollektoren habe ich auch ein bisschen, also wenn Fragen sind, ne, ich rede die ganze Zeit, müsst ihr natürlich mal reinkrätschen und mich kurz unterbrechen. Gern auch Diskussionen, freue ich mich immer, von daher meldet euch jederzeit. Ich komme mal zu den Garbage-Kollektoren. Und da gibt es eine ganz neue Generation von sogenannten Low-Latency-Garbage-Kollektoren. Und die bekanntesten, oder die beiden, die jetzt drin sind, sind nur zwei. Also das ist der eine nennt sich Shenandoah und der andere heißt, wie heißt der? ZGC, genau, ZGC. Shenandoah kommt von Red Hat, das haben die quasi gesponsert und haben das eben bei sich gebraucht für ihre Kunden irgendwie. Und der ZGC ist, glaube ich, von Oracle. Das heißt, das haben die wieder und das ist ganz nett, weil sie da eben sehr ähnliches Ziel hatten und man hat eine Option, man kann also wählen. Und Garbage-Kollektoren ist ja immer so ein Thema, da kann man eigentlich nicht empfehlen, nimm den oder den. Es gibt ja einen Default-Garbage-Kollektor, das ist dieser Parallel G1, der ist standardmäßig drin. Der hat übrigens, falls ihr das mal euch aufgefallen ist, wenn ihr ein Update gemacht habt von Java 8 auf 11 und nichts an der Anwendung geändert habt, außer das, was man machen musste, ne? Es fiel so ein bisschen was weg bei 11, da musste man ein paar Pakete im Maven dann als Dependency extern hinzufügen und so weiter. Aber ansonsten war das Update von 8 auf 11 ja nicht so schwer grundsätzlich. Und trotzdem ist die Anwendung, also wenn man sie 1 zu 1 übernommen hat, auf einmal schneller geworden. Das lag daran, dass sie einen neuen Default-Garbage-Collector hatten und den haben sie quasi einfach aktiviert und wir konnten, hätten ihn natürlich abschalten können, aber die meisten machen das vielleicht nicht. Und dann hatten sie einen Geschwindigkeitsvorteil, das ist also schon mal nett. Und hier, der bleibt auch weiter in der Default, das ändert sich jetzt nicht, aber es gibt eben Alternativen. Und die brauchen wir hauptsächlich, wenn wir so moderne Architekturen haben mit sehr vielen Prozessorkernen, mit sehr großen Speichermengen, Terabyte-Bereich. Und das Ziel ist so ein bisschen, dass man sehr kurze Garbage-Collector-Pausen hat. Wer sehr intensiv mit langlaufenden Java-Anwendungen beschäftigt, der weiß, wenn dann so eine Java-Anwendung mal ihren Müll aufräumt, dann steht die halt ein paar Sekunden. Und das ist natürlich was dann, die kann ja nichts machen. Und das ist so das, was natürlich schlecht ist bei so einer Anwendung, gerade so im Cloud-Umfeld, wo ich eben schnell irgendwie drauf warten muss, dass es reagiert und meistens sowieso auch vielleicht gar nicht so lange Laufzeiten habe, dass ich dann diese Anwendung dann überhaupt über längere Zeit laufen lasse. Dann kommt dieser, läuft ja sowieso gar nicht der Garbage-Collector, ne? Und hier geht es eher darum, dass ich große Speichermengen verarbeiten kann bei diesen Low-Latency Garbage-Kollektoren und die aber eben ohne große Pausenzeiten. Also die Pausenzeiten sind hier im sehr kleinen Bereich, Millisekundenbereich. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut euch das mal an, das ist ganz spannend. Ich kann auch einen Vortrag empfehlen, gibt es sogar ein Video dazu. Hatten wir bei der JUG Darmstadt vor 2 Monaten. Der Benjamin Schmid heißt er, der hat sich eben genau mit solchen Dingen mal beschäftigt. Der ist da sehr tief in die Internas gegangen. Also falls euch da was interessiert, könnt ihr auf der JUG Darmstadt-Seite. Gibt es das YouTube-Video, den Link dazu, könnt ihr gerne mal schauen, dann geht es dann ein bisschen tiefer ins Eingemachte. Ich mache das nicht, ich bin nicht so tief, stecke nicht so tief in der Materie, finde das aber sehr spannend. So, Internas habe ich noch ein bisschen was mitgebracht, da passiert auch relativ viel in letzter Zeit. Es gibt so Inkubator-Projekte, das bekannteste, das werden wir noch sehen, das ist das Projekt Bernstein, wie heißt es, wie heißt es auf Englisch, Bernstein, Ember, genau, Dankeschön, Ember heißt es, ja. Ich bin noch in meiner Schulung, tut mir leid. Ich war Architekturschulung und ich muss erst mal ein bisschen umschalten mit den ganzen Java-Begriffen wieder. Also Ember, kommen wir nachher noch. Und ich merke mir nur Bernstein, weil das halt das Logo fällt mir immer gut. Und, oder ich habe da so ein Logo für mich. So, aber Spaß beiseite, es gibt ganz viele andere Projekte. Panama, Valhalla und so weiter. Und da werden auch so viele Sachen implementiert, die eher so auf interne Sachen abzielen. Da gibt es zum Beispiel diese Foreign Linker und Foreign Memory Access API. Die ist so gefühlt jetzt seit 2 Jahren immer wieder als Preview-Feature drin, auch jetzt im 17 ist sie immer noch Inkubator heißt es, glaube ich, ne? Aber so eine Art Preview. Und was das sein soll, da geht es darum, ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal mit JNI beschäftigt hat, das ist eine Möglichkeit von immer gewesen, dass man in Java C-Code aufrufen oder C-Bibliotheken aufrufen konnte, also Programme oder Bibliotheken außerhalb meiner JVM und damit auch auf Speicher außerhalb meiner JVM zugreifen konnte. Wer das mal gemacht hat, ich habe das tatsächlich mal echt vor 15 Jahren gemacht, aber keine Ahnung, ist schon lange her und es war auch nicht wirklich schön. Viele, was ich so lese, das ist einfach mühselig, ne? Es ist nicht typsicher, es gibt viele Probleme und so weiter. Und hier wollen die das einfach reformieren und haben jetzt eine neue Art, also Linker API, da geht es eben darum, Bibliotheken aufrufen zu können. Memory Access API geht es darum, Speicher außerhalb meines JVM-Speichers nutzen zu können. Und da kann ich eben dann auch sehr große Speichermengen
die dann nicht im Garbage Collector liegen, das ist dann klar, aber da kann ich sehr große Speichermengen irgendwie verarbeiten. Das wird für uns alle wahrscheinlich keine große Sache sein, weil wir uns damit nicht beschäftigen, aber es gibt halt so Anwendungsfälle, wo das interessant ist. Also das ist ein spannendes Thema. Falls ihr euch mit sowas wie JNI eh schon beschäftigt habt, dann könnt ihr da mal einen Blick drauf werfen. Eine andere Sache ist die Vector API. Da geht es übrigens nicht, könnte man denken, um die alte Klasse Java Util Vector hieß sie, glaube ich, ne? Die eigentlich keiner mehr nutzt, weil wir alle so ArrayList mittlerweile verwenden, die besser ist. Java Util Vector war ThreadSafe, das war toll, aber wer braucht in den meisten Fällen ThreadSafety an der Stelle? Deswegen ist dann eine leichtgewichtigere Java ArrayList mit einer besseren Schnittstelle und so weiter natürlich sinnvoller an der Stelle. Und hier geht es um auch interner, um die Prozessoren entwickeln sich weiter, also hagelt mich jetzt nicht fest auf die Details, aber da kann man einfach Vektorberechnungen und das braucht man halt in irgendwelchen Szenarien, wo man sehr große Sachen berechnen muss, sage ich jetzt mal so pauschal, da kann man eben mit dieser Vector-API sehr große Geschwindigkeitsvorteile rausziehen und das ist eben ein Thema, wo man sich hiermit beschäftigt. Auch da gibt es seit 16 eben mehrere Preview-Features oder Preview-Versionen und ich glaube in 18 ist es auch wieder dabei und immer noch Preview. Ja, da hat sich einfach an der Architektur unserer Prozessoren was geändert, sodass solche Sachen eben sehr effizienter jetzt in Java gelöst werden können. Dafür gibt es die Vector API. Gut, das war's so zu den Internas. Ich habe noch ein paar API-Änderungen mitgebracht und da könnte man wahrscheinlich wahnsinnig viele Sachen nennen. Ich habe mal einige rausgegriffen und euch einfach erstmal gezeigt, wie könnt ihr selber rausfinden, was sind denn eigentlich so API-Änderungen. Das finde ich total schön. Ist auch von einem Schweizer sogar. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Weißt du, wie er heißt? Nee. Also müsst ihr jetzt nachgucken, ne? Weil ich weiß, ist ein Schweizer, wo er aber wohnt, weiß ich gar nicht. Und der hat eine kleine Webanwendung gebaut, sage ich jetzt mal, die nennt sich Java Almanach oder Almanac.io sozusagen. Und da kann ich APIs vergleichen. Also ich kann sagen, ich möchte von Java 17 auf 16 sehen, was hat sich geändert. Ich sehe dann quasi, welche neuen Klassen gibt es, welche neuen Methoden gibt es, was ist weggefallen, was ist deprecated. Kann ich alles mir angucken, ist cool, ganz toll, finde ich. Und das kann ich, hier habe ich es jetzt von 17 auf 11 gemacht. Und da findet man echt eine ganze Menge. Natürlich sind da auch so Dinge dabei, die vielleicht teilweise zur Vector-API oder zu der vorhin Linker-API und sowas gehören. Die sind dann sehr speziell, die würden uns dann nicht interessieren. Aber es gibt tatsächlich auch ein paar wenige interessante Neuerungen. Und das sind nicht, das ist die neueste jetzt, sage ich mal. Ne? Es gibt schon auch ein paar mehr, die ich jetzt nicht alle zeigen werde. Aber die hier fand ich ganz spannend. Die kam jetzt in 16 hinzu. Wenn wir einen Stream haben, und ein Stream brauchen wir ja, wenn wir mit Lambdas arbeiten und so weiter, also wenn man eben der Stream-API arbeiten möchte, so rum möchte ich es besser sagen, dann haben wir halt einen Stream und da brauchen wir halt manchmal eine Liste. Und eine Liste wieder, die Sachen einzusammeln, war immer ein bisschen mühselig. Da musste man Collect aufrufen und dann zum Collector zu List übergeben. Und das Gleiche macht jetzt quasi ToList einfach kompakter. Also es ist nicht viel mehr, als dass er das da oben aufruft, jetzt so im einfachsten Fall, weil ich gibt es da noch ein bisschen was im Hintergrund. Also es ist effektiv nur eine Convenience-Methode. Aber die ist natürlich sehr viel, macht das Ganze lesbarer. Und das sind so kleine Sachen, die kriegt man ja normalerweise gar nicht mit. Und das kann man sich aber in diesem Java Almanach eben anschauen. Also von daher guckt da gerne mal rein. Finde ich ein nettes kleines Feature. So, eine andere Sache, die jetzt in Java 17 hinzugekommen ist, und da habe ich mich mal bedient, weil der das ganz schön gemacht hat, fand ich, ist eine eigene Hierarchie für Zufallszahlengeneratoren, Pseudo-Number Generator, wie auch immer, ja, das steht jetzt hier nicht dabei, aber genau, und das Nikolai Palok, wer ihn kennen sollte, kommt aus Karlsruhe, aus Deutschland, der macht Arbeit mittlerweile bei Oracle, macht sehr viel auch, was ist so neu, macht viele Videos, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal ein bisschen auf den neuesten Sachen euch auch anschauen wollt, außerhalb jetzt meines Vortrags, seid ihr schon hier, aber dann eben nochmal weiter informieren wollt, könnt ihr mal nach ihm Ausschau halten, da oben ist auch die Webseite und er hat eben auch über dieses Feature ein bisschen gesprochen. Das Besondere ist hier, wahrscheinlich kennen, also so ging es mir, kennen wir alle die Random-Klasse. Also das war die einzige, die ich von den ganzen hier benutzt habe. Also die blauen gab es schon, ja? Die gelben haben sie eingezogen als neue Klassen und Interfaces jetzt in Java 17. Und zwar haben sie so eine Vererbungshierarchie aufgebaut, sodass man leichter solche Zufallszahlengeneratoren austauschen kann. Und ich habe keinen Zweck, keinen Grund, sowas auszutauschen, muss ich zugeben. Aber das scheint ein Problem zu sein, sonst hätten sie ja nicht so eine riesen Vererbungshierarchie hier gebaut. Und man kann noch neue hinzufügen. Ne? Sie haben ein paar Implementierungen gemacht und man kann neue hinzufügen. Und sie haben vor allem diese blauen Sachen mit hier einsortiert. Das heißt, Random erbt jetzt von einem Random Generator Interface. Und da rufe ich ja dann irgendwie NextInt oder sowas auf. Das ist dann halt eine Methode, die da oben dort definiert ist und die dann Random natürlich implementiert.
Also falls ihr im Zufallszahlen-Generatoren-Bereich auch unterwegs seid, dann könnte das für euch interessant sein. Ich gehe da jetzt erstmal nicht weiter drauf ein. So, und leider gibt es auch ganz viele Abschiede in letzter Zeit zu beklagen. Und zwar ist Java ja immer dafür bekannt gewesen, dass eigentlich nichts weggeworfen wurde. Es blieb alles so gefühlt immer drin. Aber sie haben jetzt seit 11 angefangen, wirklich auch Sachen wegzuwerfen, also rauszunehmen, weil es einfach zu groß wird. Und das hat ja auch einen Wartungsaufwand, der dann am Ende nicht mehr sinnvoll ist. Und erstmal, und das ist auch neu, auch seit 11 etwa, kann man Dinge als deprecated, das ging ja immer schon, aber als deprecated for removal markieren. Das heißt, es wird wirklich gesagt, das ist nicht mehr en vogue, das wollen wir nicht mehr, aber wir werden es auch in zwei Versionen spätestens oder so etwa rauswerfen. Ne? Also wenn ihr das jetzt noch nutzt, dann solltet ihr damit rechnen, dass es bald nicht mehr da ist. Und, oh je, die Applet-API ist jetzt deprecated for removal. Das heißt, noch ist sie da, aber in Java 19 könnte sie dann verschwinden. Aber ich glaube, es ist kein großer Verlust. Ich weiß nicht, wer von euch noch Applets macht. Man kann tatsächlich Applets auch in keinem Browser mehr ausführen, so gefühlt. Vielleicht noch in Java, im Internet Explorer 8 oder 7 oder so, wenn man den noch irgendwo ans Laufen kriegt, da geht es möglicherweise noch. Ansonsten haben ja alle Browserhersteller diesen Applet-Support schon lange eingestellt, weil es ja ein Sicherheitsrisiko immer war und so weiter. Aber irgendwie so, ich bin wirklich seit 20 Jahren bei Java eben jetzt mit dabei schon oder ein bisschen mehr sogar. So gefühlt bin ich mit Applets auch mal groß geworden. Ich habe sie nie wirklich gebraucht, aber das fand ich immer toll, im Browser Java-Anwendungen auszuführen. Ist schon so ein bisschen weinendes Auge, wenn man das hier sieht. Da hängt auch der Security Manager dran. Der Security Manager ist hauptsächlich für diese Applet-API gewesen, um die im Browser abzusichern, und die gibt's dann, braucht dann auch keiner mehr. Also solche Sachen werden wahrscheinlich bald entfernt. Und da unten ist was entfernt worden, und zwar ein experimenteller AOT, Ahead of Time oder JIT, Just-in-Time-Compiler. Die hatten quasi im JDK sowas drin, was sie auch mit GraalVM bauen. Da hatten sie einfach ein zweites Projekt, was ähnliche Sachen gemacht hat wie GraalVM. Das hat aber nicht wirklich jemand genutzt, und es war halt für sie ein Versuch. Und jetzt haben sie ja das GraalVM, den GraalVM-Compiler, deswegen haben sie es jetzt hier rausgeworfen, weil es eh nur experimentell war. Und ich glaube, sie haben das sogar ganz eiskalt einfach mal gelöscht in Java 15, 16. Und dann haben sie gemerkt, es hat keiner aufgeschrien. Also haben sie jetzt offiziell gesagt, das gibt es übrigens nicht mehr. Also da sind sie auch manchmal ganz lustig drauf, die Leute bei Oracle, indem sie einfach Sachen weglassen und gucken, ob jemand aufschreit oder so. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, das ist eh nämlich dunkel. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Jetzt kommen endlich mal die wirklich wichtigen Features. Da kennt ihr hier schon das Bild von vorhin. Und da gehen wir jetzt mal durch ein paar Codebeispiele durch. Ich habe tatsächlich kein Live-Coding dabei. Ich mache eigentlich ganz gern mal Live-Coding, aber hier habe ich jetzt gedacht, es ist, glaube ich, angenehmer. Ist ja auch schon spät, ne? Wenn wir jetzt hier nicht ewig mir zugucken, wie ich mich vertippe in IntelliJ und das dann nicht richtig funktioniert. Deswegen habe ich euch einfach ja, ein bisschen Codebeispiele auf den Folien mitgebracht. Und das erste, was ich mithabe, ist Switch Expression. Switch Expression ist ja sozusagen das älteste Feature, was jetzt von den vielen, die wir gerade gesehen haben, in Java 12 schon gefügt wurde. Deswegen kennt es wahrscheinlich auch schon die meisten. Deswegen will ich auch gar nicht so viel Zeit jetzt in dem Beispiel hier verwenden. Aber einfach mal, weil wir es gleich brauchen für dieses Pattern Matching, da wird das dann wieder ein Thema sein, wollte ich es nochmal wiederholen quasi. Ja? Also ich gehe mal davon aus, das habt ihr auch schon mal gesehen. Das Neue bei, also Switch Expression, Switch gibt es ja schon lange in Java. Switch ist eigentlich mal eine Krücke gewesen in Java. Ne? Das war, hat man eingeführt, weil man eine Ähnlichkeit zu C haben wollte, um die Leute, die C kennen, auch zu motivieren, Java zu verwenden. Aber effektiv ist ein Switch ja kein objektorientiertes Stilmittel. Und Java ist ja eigentlich eine objektorientierte Sprache und hätte man eigentlich konsequenterweise weglassen sollen. Es gibt Strategie-Pattern, um Switches quasi anders abzubilden. Das wäre so die Lösung. Ne? Ich weiß nicht, wer sich mit Refactoring beschäftigt hat. Der kennt die Code-Smells, und ein Switch ist tatsächlich ein Code-Smell. Ja? Also man möchte eigentlich keinen Switch haben. Es ist nicht verboten, Switch zu benutzen, und mit Pattern-Matching kriegen wir einen Switch ja auch wieder, aber etwas anders, also was spannender. Ne? Und der Switch, den wir früher kannten, der nannte sich Switch-Statement. Das heißt, der hatte keinen Rückgabewert. Man musste wirklich irgendwelche Variablen befüllen, die man dann unten auswerten konnte, und man hatte da so ein paar Stolperfallen drin, sowas wie Fall Through, und wenn man dann aber einen Break vergessen hat, ging er irgendwie weiter und sollte aber gar nicht weitergehen. Und so weiter. Da gab es mehrere Probleme. Wenn man Default-Zweig vergessen hat, dann hat man irgendwelche Fälle, die man eben vergessen hat abzuhandeln, wurden gar nicht behandelt, und hat man dann auf einmal ja, Fehler, die man schwer nachvollziehen konnte, hatte drin. Aber das sind viele Details, die ich jetzt gar nicht alle einzeln euch zeigen möchte. Die Expression hat einiges besser gemacht. Man braucht die Expression hauptsächlich eben jetzt für das Pattern-Matching. Beim Pattern-Matching geht es ja darum, dass ich auf einer Datenstruktur anhand eines Musters versuche zu erkennen, was passt zu diesem Muster. Da gibt es dann eben verschiedene Patterns, ne? Verschiedene Muster, kommen wir dann nachher noch drauf zu sprechen.
Und das geht dann noch weiter beim Pattern Matching, so richtiges Pattern Matching. Java ist ja nur so light Pattern Matching, muss man dazu sagen, aber so richtiges Pattern Matching kann dann eben auch diese Datenstrukturen sogar destrukturieren, heißt, sagen die immer im Englischen, also so zerlegen quasi und mir einzelne Teile da rausholen und die kann ich dann weiterverarbeiten. Das werden wir in Java auch sehen, nicht ganz so mächtig, aber eben so, wie es auch in Scala oder in eben Haskell, diesen richtigen funktionalen Sprachen, eben auch schon lange existiert. Und dafür brauchen die den Switch Expression. Und da haben sie den gleich ein bisschen überarbeitet, weil Switch ist ja auch ziemlich mühselig mit diesem Break und mit diesem Case-Zweigen und so weiter. Hier haben sie jetzt quasi diese, also es gibt verschiedene Varianten. Ich habe mal die neueste, ich finde die schön mit dieser Fallsyntax. Das heißt, der Switch gibt ja was zurück, deswegen kann ich den einfach hier in Return benutzen. Und hier switche ich über eine Number of Children, irgendwas auch immer das hier ist. Also ein Entwickler hat irgendwie Kinder und wenn er kein Kind hat, dann scheint er viel Zeit zu haben, ist deswegen Open Source Contributor. Wenn er jetzt ein oder zwei Kinder hat, dann ist er Junior. Wenn er schon drei Kinder hat, dann ist er schon ein bisschen älter und deswegen Senior. Das ist so die Idee hier von diesem Beispiel. Ich weiß nicht, wo ich das her habe, ist schon ein bisschen älter. Und ich brauche tatsächlich einen Default-Zweig. Default ist Pflicht geworden beim Switch Expression. Immer dann, wenn er nicht sicherstellen kann, dass alle Fälle abgehandelt werden. Und dass alle Fälle abgehandelt werden, kann er nur sicherstellen, wenn ich alle Integer-Zahlen in dem Fall in Case-Zweigen drin hätte. Und das wäre ein langer Switch, ne? Das will ich glaube ich nicht. Es gibt eine Möglichkeit, wo ich das nicht habe, nämlich Enums. Ja? Seit Java 8 konnte, nee, Java 5, Entschuldigung, Java 5 kann man ja auch Enums im Switch benutzen. Und Enums sind ja Aufzählungstypen, da habe ich eine begrenzte Anzahl. Und wenn ich die alle in einem Case benutze, dann kann der Compiler sicherstellen, dass jeder Fall behandelt wird und dann kann ich den Default-Zweig auch weglassen. Ansonsten kommt es zum Compiler-Fehler. Und das ist cool, das ist richtig gut, weil jetzt kann ich nämlich auf einmal nicht mehr diesen Fehler machen, dass ich solche Fälle, die ich eben aus Versehen vergesse, dass die nicht behandelt werden. Und wenn ich einen neuen Wert in meinem Enum zum Beispiel hinzufüge, das werden wir nachher auch noch bei Sealed Classes sehen, das ist nämlich quasi die gleiche Konzept, nur auf Klassenebene hochgezogen, dann kann ich quasi, wenn ich einen neuen Datentyp hinzufüge, also einen neuen Enum-Wert zum Beispiel, dann kriege ich sofort bei allen Switches, wo dieser Typ fehlt, erstmal einen Fehler. Das heißt, der kompiliert nicht mehr. Und ich kann nicht aus Versehen, weil ich den Switch tausendmal redundant in meinem Code habe, vergessen, dass ich ihn an ein paar Stellen eben diesen neuen Zweig eben nicht hinzufüge. Also das ist eine sehr sinnvolle Sache an der Stelle. Und das braucht man fürs Pattern Matching. Deswegen gibt es das jetzt hier, sonst hätten wir das gar nicht. Also der Switch ist grundsätzlich eine nette Sache, der Switch Expression. Man kann es kompakter schreiben, man hat nicht mehr diese Variable, die wir befüllen müssen. Zustandsänderungen haben wir nicht mehr. Das ist ja auch was, was wir eigentlich vermeiden wollen in der Immutable-Programmierung. Ne? Das fällt ja alles weg. Und der Default-Zweig ist jetzt in dem Fall Pflicht, weil wir halt Integer nutzen. Wenn wir jetzt das Ganze mit einem Enum machen würden oder mit diesem neuen Konstrukt, was dann in Pattern Matching funktioniert, mit Sealed Classes und Records, dann könnten wir sogar den Default weglassen. Weil wenn ich einen Default habe, das gilt aber genauso bei einem Case. Also wir sehen ja, bei einem Case-Zweig habe ich immer nur einen einfachen Value, den ich zurückgebe. Das ist natürlich schön kompakt. Ich darf aber auch Codeblöcke haben. Das sehen wir beim Default. Also es geht genauso beim Case, dass ich so einen Codeblock mache. Und in dem Codeblock muss ich irgendwas zurückliefern. Und das würde man normal mit Return machen. Und Return ist aber dann doppeldeutig, weil er nicht weiß, ob er jetzt aus dem Switch raus returnen soll oder ob er vielleicht aus der Methode raus returnt. Deswegen haben die da ein neues Schlüsselwort benutzt, das nennt sich Yield. Das haben sie aber auch später, ich glaube in 12 war es noch anders, das haben sie dann erst in 13 oder 14 dann so geändert. Also falls ihr schon mal die Variante gesehen habt, vor 2,5 Jahren quasi, in 12, hat sie sich noch mal leicht verändert. Das kam dann in 14 ist es final, glaube ich, geworden. Ne? Also das so viel zum Switch Expression. Wir werden es eh gleich nochmal wiedersehen, nämlich wenn wir uns dann mit dem Thema Pattern Matching unterhalten, über das Pattern Matching unterhalten. So, ich gehe mal weiter. Es geht ja hier munter weiter mit Textblöcken. Und Textblöcke ist eigentlich total trivial, wobei, wenn man es sich mal genauer anschaut, ist da schon noch ein bisschen mehr dahinter. Ich möchte es jetzt hier aber auch nicht zu intensiv besprechen. Ich finde es einfach schon mal toll, und das ist die Negativvariante hier, ne? Das ist die klassische Variante, dass ich das jetzt benutzen kann, um mehrzahlige Strings zu machen. Die haben wir halt häufig bei XML, bei SQL, wenn wir solche Schnipsel haben. Also SQL haben wir ja häufig, wenn wir irgendwie mit Datenbanken arbeiten oder auch, es muss ja nicht SQL sein, es könnte ja auch JPAQL oder was auch immer sein. Ne? Da gibt es ja verschiedene Formen, je nachdem, welche Sprache ich benutze oder welchen Framework, JPA oder Hibernate und so weiter ich verwende. Und da habe ich halt immer diese mehrzahligen Strings und die jetzt hier mit Backslash n und dann Plusverkettung ist keine schöne Sache. Ne? Das ist schlecht lesbar, es gibt schnell mal Fehler, weil ich irgendwie ein Leerzeichen vergesse und so weiter und so fort.
Dementsprechend wollen wir das nicht. Und das macht Textblöcke anders. Leider nur das. Viel mehr macht es nicht. Das ist ein bisschen schade. Wie gesagt, ich hätte mir noch sowas wie, oder wünsche mir noch sowas wie Interpolation, dass ich da auch Platzhalter benutzen kann und so. Das fehlt noch. Kann man natürlich indirekt über dieses String.format methodisch schon lange, aber ist halt nicht so richtig intuitiv. Ne? Also das fände ich schon toll, wenn es das mal noch gäbe, mit so Dollarzeichen einfach Variablen benutzen. Aber das kommt vielleicht noch. Ich habe irgendwas gelesen, dass sie da sogar dran arbeiten. So, das ist jetzt die neue Variante. Sieht auch, also ich kann nochmal hin und her schalten, sieht auch schon deutlich netter aus. Ne? Das ist dasselbe Beispiel, einfach ohne Backslash N und einfach ohne Pluszeichen. Und das Ganze, vielleicht nochmal, um es abzuschließen hier, wir haben einfach dreifache Hochkommatas. Das finde ich doch einfach eine simple Sache. Ne? Bei den Straw String Literals hat es irgendwelche komischen Backticks und so, das war nicht so wirklich schön. Also das finde ich dann nett mit diesen dreifachen, also ich finde es nett. Ich weiß nicht, ob es da noch Nachteile gibt, aber ich mag das ganz gerne. Es ist vielleicht noch die Besonderheit hier, wundert euch, dass ich hier einen Zeilenumbruch habe. Tatsächlich muss ich nach den ersten, also nach der Eröffnung, muss ich einen Zeilenumbruch machen. Und der ignoriert auch alle Leerzeichen vor der ersten, vor dem ersten Text, sodass das eigentlich linksbündig, also wirklich bei Null beginnt. Aber es natürlich in der Formatierung, Java-Code, besser lesbar ist. Und da kann man aber auch Formatierungsregeln machen, sodass man dann trotzdem es einrückt und so weiter. Das geht alles. Enden muss es dann am Ende hier, sonst hätte er noch einen Zeilenumbruch eingefügt, den will ich vielleicht dann nicht. Ne? Also da gibt es keinen Zeilenumbruch, hier fängt er wirklich beim S an und da endet er hinter dem Apostroph da. Also das nochmal so als Hinweis. Gut, ich gehe mal weiter. Wenn ihr Fragen habt, ihr meldet euch. Das nächste, es geht jetzt Schlag auf Schlag, das nächste Feature ist auch ganz klein, aber eben wieder ein Baustein beim Pattern Matching. Und der denkt man erstmal, boah, was soll denn das? Das ist ja total trivial, warum machen wir denn da uns so einen Aufriss? Aber das ist wirklich ein sehr grundlegendes Ding und ich fand das aber auch so schon ganz nett. Und zwar ist das das sogenannte Type-Pattern, was wir hier haben. Wir haben ja in einem Switch, also wir wissen ja, Pattern-Matching brauchen wir dann, werden wir im Switch verwenden. Da konnten wir bisher entweder so Integer-Konstanten und Boolean und so ein paar primitive Datentypen, über die konnten wir switchen, dann seit Java 5 eben auch über Strings und über Enums. Und jetzt kommen ganz neue Typen hinzu. Und der erste, den Sie haben, ist quasi das Type-Pattern, nämlich über Class-Objekte kann ich jetzt switchen. Also ich kann prüfen, ob mein Objekt, was ich abprüfe, ob das von einer bestimmten Klasse ist. Und das haben Sie erstmal ohne Switch als Pattern-Matching for Instance-Off implementiert. So oben ist die alte Variante. Und das ist so, die sieht jetzt nicht so schlimm aus, weil wir sie nie anders gewohnt waren, aber die ist echt fehleranfällig, weil wir machen ja hier drei Sachen eigentlich. Wir prüfen, ob das O vom Typ String ist. Wenn es der Fall ist, dann machen wir hier ein Cast und dann können wir was drauf aufrufen. Und wir können aber nur, wir müssen immer diese Klammern mit diesem Cast und so, das ist hässlich, das ist nicht schön. Und was natürlich ganz häufig passiert, wir kopieren diese Zeile und machen darunter das Gleiche und dann ändern wir auch hier dieses Instance off und machen Collection draus, aber vergessen dann das Zweite und machen dann immer noch und casten immer noch auf String und das gibt natürlich dann zur Laufzeit einen Fehler. Das heißt, es ist auch fehleranfällig. Und das Ganze haben sie jetzt schön kompakt gemacht, auch wenn es nicht nach viel aussieht. Oh, was ist jetzt los? Apero. Ja, das, der macht sich gerade selbstständig hier. Ich habe keine Ahnung. Hängt der Knopf fest? Also, eigentlich nicht. Also ich starte nochmal neu. Tut mir leid, ich weiß nicht, was jetzt hier los war. Vielleicht war das auch die Box hier, ich weiß es nicht. So, wir sind gleich wieder da, wo wir hin müssen. Also vielleicht ist es wirklich meine Fernbedienung. Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie gehabt in der Form. Sie ist manchmal ein bisschen träge hier, also von daher, ich muss ja manchmal dreimal drücken, bis was passiert. So, da sind wir schon wieder. Genau, das ist die Lösung, die wir jetzt haben. Und die sieht nicht so viel anders aus, aber die ist so viel prägnanter, so viel sicherer an der Stelle. Die macht drei Sachen. Und zwar haben wir hier dieses O-Instance of String S. Das ist alles, das, was wir hier oben mit diesem Klammern und Cast und so weiter haben wir hier in einer Stelle. Das, was dahinter kommt, ist dann eigentlich nur noch Unverkettung und dann kann ich damit weiterarbeiten. Das ist gar nicht so spannend hier. Und der macht jetzt hier die Prüfung, ob es ein String ist. Dann macht er den Cast und dann weist er es noch einer Variable, das ist jetzt neu, er weist es einer Variable zu. Mit dieser Variable kann ich weiterarbeiten in diesem Block halt natürlich nur. Ne? Also nirgendwo anders, also nur in diesem Bereich hier kann ich damit weiterarbeiten, aber ich könnte ja irgendwie in dem unten noch irgendwie mehr machen, wie auch immer. Und ich kann einfach auf diesem isBlank, das kann ich einfach aufrufen auf dem String und muss nicht erst das Ganze casten. Und das finde ich, auch wenn es noch nicht viel aussieht, ist schon ein Highlight für mich gewesen. Das kam jetzt in Java
14, 15 irgendwie raus, ne? Ich habe es schon wieder vergessen, aber so vor anderthalb Jahren etwa. Und die Benutzung sieht natürlich genau gleich aus. Das ist ja egal, das ist ja nur eine Methode, die ich hier verwende. Da kriege ich dann, wenn null übergebe, kriege ich true zurück, weil bei null ist ja hier oben quasi schon der Fall. Ein leerer String, dann greift das hier oder bei einer Collection, in dem Fall eine Liste mit drei Werten, kriege ich natürlich false zurück. Gut, auch wieder ein Baustein fürs Pattern Matching, deswegen zeige ich es hauptsächlich, aber das kann man auch gut allein einsetzen natürlich. So, der fand das auch gut. Ja? Also ich bin nicht der Einzige, der es gut findet. Michael Simons, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der ist Autor von dem Spring Boot Buch, was recht bekannt ist im deutschsprachigen Raum. Michael ist auch in der Java-Community viel unterwegs. Na, vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen oder irgendwo gelesen, was von ihm. Wenn ihr mal was von ihm seht, ist ein pfiffiges Kerlchen auf jeden Fall. So, das nächste ist auch wieder ein kleines Feature. Es sind manchmal sehr kleine Sachen, aber auch wieder sehr hilfreich. Und ich glaube, das kommt von SAP, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und zwar hat SAP schon lange das bei sich im JDK gehabt, weil seine Kunden wahrscheinlich einfach das genervt hat, dass man immer nie wusste, wo eigentlich der Null-Pointer ist. Also wir haben hier so ein Beispiel, ne? Da haben wir so eine Verkettung von Aufrufen und jetzt kommt dann so ein Null in Zeile 1. Ja, wo ist denn jetzt hier Null? Welches von den vielen? Und ich habe mal hier Beispiele gemacht. In dem Fall sagt er mir jetzt sehr genau nach diesem neuen Prinzip, dass String to Uppercase eben auf Null aufgerufen wird und das Place of Birth Null liefert in Zeile 55. Und jetzt sehe ich sehr genau, dass das hier eben Null zurückliefert und dann hier die Null Pointer Exception fliegt. Und das ist natürlich schon sehr hilfreich, weil Null Pointer, das ist ja so das schlimmste Übel in Java, kann man fast sagen. Null Pointer Exceptions, von daher wird man täglich darüber stolpern. Und ich habe nochmal ein zweites Beispiel gemacht. Ne? Wenn jetzt hier die Person in dem Fall Null ist, hier oben schon, dann sehe ich das eben auch, ne? Je nachdem, was jetzt gerade null wäre. Auch nette kleine Funktion, die uns einfach ein bisschen die Arbeit erleichtert im täglichen Alltag. Gut, das war es auch schon dazu. Jetzt kommen wir zum nächsten, eigentlich relativ großen Feature, aber es ist so ein bisschen, weil es ja auch in diesem Pattern-Matching-Kontext irgendwie mit reingehört, vielleicht auch untergegangen, finde ich. Und es hat verschiedene Einsatzszenarien. Und das sind die Records. Manche kennen vielleicht andere alternative Sprachen. Man kann es so ein bisschen vergleichen. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber in Scala gibt es die Case Classes. So in die Richtung geht das. Ja? Das sind so immutable Klassen, die ich baue. Und ich habe halt eine sehr schöne Syntax, weil der Compiler mir einfach viel Arbeit abnimmt. Wer Lombok kennt, Lombok ist quasi die Variante, also ein Teil von Lombok, muss ich dazu sagen. Lombok ist mehr. Aber Lombok ist eine Bibliothek oder besser gesagt ist es so ein Pre-Compiler, kann man fast sagen, der oder so ein Compile-Plugin, was dann zusätzlich Bytecode erzeugt, Entschuldigung, Bytecode erzeugt und ich quasi schlankeren Java-Code schreiben kann, aber im Bytecode diese Sachen drin sind. Unter anderem eben dieses Immutable-Pattern, was sehr, sehr sinnvoll ist, auch in Java zu machen. Gibt es einen Bauplan, ist nicht wahnsinnig schwierig, aber ist halt nervig, das immer selber zu bauen. Und das kann ich hier eben sehr schlank jetzt abbilden, entweder mit Lombok. AddData heißt das da, wer Lombok kennt, oder jetzt hier eben mit solchen Records. Sie sehen sehr ähnlich zu Java Beans aus, leider sind sie nicht identisch zu Java Beans. Zum einen sind Java Beans natürlich veränderbar, also nicht immutable, also sie haben natürlich keine Setter, aber sie haben auch, gehorchen nicht dem Java Bean Standard, wie wir gleich sehen werden, sie haben keine Getter, wie wir das normalerweise in Java immer erwarten. Aber die meisten oder viele Frameworks, sowas wie JSON, die halt häufig so Transformationen, JSON ist ja für JSON-Umwandlung zum Beispiel machen, die können auch mit Records mittlerweile umgehen. Wo man es nicht nutzen kann tatsächlich, aber das hängt einfach an dem Konzept von dem Framework, ist Hibernate-JPA. Ja? Also Hibernate ist ja die Implementierung oder wahrscheinlich auch Eclipse Link und so weiter, also JPA. Da kann ich es nicht für Entitäten benutzen, weil das Problem ist ja bei Hibernate, dass ich das Konzept ist ja, erzeugt mir ein neues Objekt und dann füllt er das Objekt mit den Werten aus der Datenbankabfrage. Und das geht natürlich nicht, wenn das Objekt immutable ist. Das heißt, er kann nicht mit Konstruktoren oder so umgehen. Das kann Hibernate einfach nicht. Dementsprechend kann ich es da nicht benutzen. Ich kann es aber bei Hibernate zum Beispiel verwenden. Also ich sage jetzt Hibernate, ne? JPA meine ich, ist ja erstmal egal. Wenn ich so Projections nennt man das habe, das sind so Abfragen, wo ich nicht Objekte zurückbekomme, sondern so einzelne Datentransferobjekte baue. Und die befülle, weiß nicht, wer das kennt, da kann ich sowas wieder nur schön nutzen, weil da rufe ich nämlich Konstruktoren auf und das erzeugt mir ein Konstrukt. Gucken wir uns mal ein Beispiel an, ne? Das wird so ein bisschen Umfeld erstmal zu Records. Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Das ist schon fertig, das Beispiel hier. Es geht noch ein bisschen komplizierter, aber das ist schon alles eigentlich. Und das mag ich sehr gerne, das Beispiel, weil Monetary Amount ist auch so im Domain-Driven Design-Kontext, ist es so ein Value Object. Das ist so ein Geldbetrag.
Ein Geldbetrag hat immer einen Wert, also den eigentlichen Betrag plus die Währung, also 5 Euro oder 10 Schweizer Franken oder was auch immer. Und so eine Klasse zu bauen, ist ja nicht schwer, aber wenn ich sie richtig bauen möchte mit Immutability und so weiter, dann ist das schon ein bisschen mehr Aufwand. Und das macht der Compiler mir einfach. Der erzeugt nämlich das hier daraus. Ich habe das mal decompiled hier an der Stelle. Und dann sieht man, dass da noch viel mehr drin steckt. Da haben wir natürlich equals Hashcode. Das erben wir ja immer von Object, aber das ist sogar implementiert hier. Das heißt, da ist nicht in gleich drin, sondern der macht dann wirklich ein, also er geht auf die Werte. Er vergleicht dann den Value und den Currency, wenn ich equals zum Beispiel aufrufe. Oder Hashcode bewertet er die halt. Also das ist dann richtig, auch toString ist implementiert, um dann die Werte auszugeben und so weiter. Und wir sehen, dass er auf jeden Fall hier einen Konstruktor erzeugt. Genau einen, weil wenn er einen anderen hätte, würde es ja nicht funktionieren, weil dann könnte ich ja wieder das nicht nachträglich ändern. Und der hat dann genau diese beiden Werte. Das heißt, diese beiden Werte werden am Ende zu Feldern, also zu Instanzvariablen, die ich aber auch nicht von außen einfach so zugreifen kann, sondern, das sehen wir jetzt hier, doch, man sieht es hier unten, genau, ich habe Zugriffsmethoden darauf. Also die Variablen sind private, die sehe ich nicht, aber ich kann eben auf diese Getter, die aber nicht Getter heißen, zugreifen und so komme ich an die Werte ran. Warum hat man das gemacht? Man hätte ja auch einfach diese Dinger öffentlich machen können, aber der Grund war wohl, dass man sie überschreiben kann und so eben nochmal eine Interaktionsstufe hat, um vielleicht noch irgendeine Prüfung oder irgendeine Berechnung zu machen, wenn das jemand aufruft oder wie auch immer. Ne? Also ich habe einfach die Möglichkeit, noch mehr zu tun. Ich hätte es ja eine Abstraktion letzten Endes. Das ist schon alles, was Records eigentlich so eigentlich ausmacht, aber man kann es natürlich ein bisschen komplizierter machen. Und zwar kann ich jetzt auch sagen, ich möchte einen eigenen Konstruktor definieren. Und dann kann ich den hier schreiben und ich sage, ich möchte so einen Default-Wert Euro haben. Entschuldigung, ich hätte auch Schweizer Franken nehmen können, aber das ist, macht den Vortrag sonst in Deutschland, deswegen Euro. Und da ist es dann so, dass ich natürlich den Konstruktor, es gibt ja noch den zweiten, der zweite muss dann aufgerufen werden. Das heißt, ich kann dann mit this den zweiten, den er ja erzeugt, aufrufen und übergebe den Value plus dann natürlich dann meinen Default-Wert. Also einen überladenen Konstruktor, mehr ist das ja nicht. Und das kann ich machen. Und ich kann auch Methoden in meinem Record haben. Ist nicht verboten, ne? Also das Ding kann Verhalten haben. Und deswegen kann ich hier eben meine Times-Methode, weil ich Geldbeträge mit einem Faktor zum Beispiel multiplizieren will, kann ich alles machen. Also das ist ganz nett. Und ich habe auch hier nochmal, da sehen wir nochmal die Anwendung von dem Beispiel, ne? Wenn ich jetzt mit solchen Value-Objects arbeite, wie gesagt, das ist dieser Domain-Driven-Design-Kontext, weiß nicht, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, da versuche ich ja, explizite Datentypen zu verwenden. Ich hätte ja auch immer mit den einzelnen primitiven Werten, Value oder eben Currency arbeiten können, aber ich mache das eben explizit, indem ich sage, das ist jetzt ein Monetary Amount und damit kann ich arbeiten. Das ist nicht so schön in Java, weil ich immer dieses New schreiben muss und dann das Times hier aufrufe und so. Das ist nicht wirklich nett, aber es ist schon mal eine deutliche Erleichterung auf jeden Fall. Gut, das wären Records. Records werden wir nachher nochmal wiedererkennen. Ich habe ja gesagt, die brauchen wir für Pattern Matching und das kommt dann auch gleich noch. Wir kommen aber bevor erstmal noch zu den Sealed Classes. Wir sind gleich fertig, kein versprochen. Dauert nicht mehr lange. Und zwar Sealed Classes brauche ich auch fürs Pattern Matching. Da geht es letzten Endes darum, dass ich so Vererbungshierarchien Feinkörner steuern kann. Ich mache am besten mal ein Beispiel. Das sieht das einfacher, kann man das einfacher verstehen. Wir haben hier ein Sealed Interface, also Sealed Class, Sealed Interface, egal. Da kann ich sagen mit Permits, dass bestimmte Subklassen da es geben darf, aber nur die beiden. Und wenn ich die beiden dann implementiere, JSON Array hier in dem Falle, kann ich dann entweder sagen, es geht weiter, das ist versiegelt oder es ist vielleicht weiterhin nicht versiegelt, so ist es jetzt hier, ist ein etwas kompliziertes Beispiel hier. Ich kann aber auch sagen, ab da ist es dann versiegelt, das heißt, es gibt dann nichts mehr. Es gibt zum Beispiel Final. Das haben wir dann hier gemacht. Ich habe dann noch eine zweite, die JSON-Object-Klasse. Die ist dann auch wieder sealed, aber die Subklassen, in dem Fall String und Integer, die sind dann Final. Das heißt, da ist die Vererbungshierarchie zu Ende. Und wenn ich jetzt, das könnte ich mir Kreide nehmen, das mal anzeichnen, ich mache es mal nur virtuell, ich habe oben mein JSON-Value, darunter habe ich dann ein JSON-Array und ein JSON-Object. JSON-Array ist non-sealed, das heißt, das kann beliebige Subklassen haben, das kann ich hiermit zulassen. Oder ich sage in dem zweiten, bei dem JSON-Object, das ist wieder versiegelt und hat wieder zwei Subklassen und die sind im Final, das heißt, da ist dann Schluss. Und was ich damit machen kann, ich kann sehr feinkörnig als Entwickler einer Bibliothek, eines Frameworks quasi steuern, wo erlaube ich Subklassen? Das ging bisher immer nur über Final und das heißt halt gar nichts. Ja? Und hier kann ich jetzt sagen, es sind bestimmte Klassen erlaubt, aber keine anderen zum Beispiel. Und das Ganze brauchen wir eigentlich als algebraischer Datentyp. Ich weiß nicht, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, das kommt auch wieder aus der funktionalen oder wird in der funktionalen Programmierung, sieht man das häufiger. Und Records zusammen mit den Sealed Classes sind sogenannte algebraische Datentypen.
Und die brauchen wir, um die Vollständigkeit in einem Switch prüfen zu können. Das war ja das, wo ich vorhin erzählt habe, der Default darf ich weglassen, wenn ich sichergestellt ist, dass alle Zweige erfüllt sind oder alle Zweige verarbeitet werden. Und bei einem Enum geht das, weil da gibt es ja nur diese 5 Werte oder wie viel so ein Enum-Quadrat hat. Und hier geht das auch, indem ich jetzt Typen baue, die eine Vererbungshierarchie bilden, wo klar ist, dass es keine weiteren Subtypen gibt. Sodass ich dann, wenn ich ein Instance-Off, ja, das geht jetzt um dieses Instance-Off, was wir ja gerade gesehen haben, wenn ich dann diesen Type-Pattern verwende, eben sicherstelle, dass ich alle Typen, die in dieser Vererbungshierarchie drin sind, letzten Endes in meinem Case-Zweigen, in meinem Switch benutze. Und dann kann ich den Default wieder weglassen. Der Vorteil ist, wenn ich ihn weglasse und ich baue einen neuen Typ hinzu, kriege ich sofort Compiler-Fehler, wenn es irgendwo dieser Typ fehlt. Das ist diese Typsicherheit, die wir damit gewinnen. Vielleicht ein bisschen nervig auf den ersten Blick, aber eigentlich sehr wertvoll, wenn wir dann auf lange Sicht Wartbarkeit eben sicherstellen wollen. Und das Beispiel, wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem mitnehmen können. Ihr könnt ja auch gerne nachher nochmal, oder ich kann nachher nochmal hier, wenn wir fertig sind, die Folie nochmal reinspringen, wenn sich jemand genauer anschauen möchte. Ich habe hier nochmal eine Kombination von Seal Classes mit Records mitgebracht. Und zwar ist das ein Beispiel von der Webseite, muss ich zugeben. Das ist jetzt nicht von mir. Also das seht ihr sogar in diesem JAP. Also es gibt ja in Java die sogenannten Java Enhancement Proposals. Das waren immer diese Listen, die ich eben bei der Version 12, 13, 14 gezeigt habe. Und da gibt es den JAP zu Records oder zu Sealed Classes. Ich weiß gar nicht, in einem von beiden steht das drin und da ist das Beispiel raus. Und wir haben hier ein Sealed Interface Expression und da gibt es 4 erlaubte Subtypen, Constant Expression, Plus Expression, Times Expression und so weiter. Und mit Record kann ich jetzt sagen, es gibt, Record ist implizit final, also final, habe ich jetzt eben genau diese eine Interface mit 4 Subklassen und mehr ist da nicht, ne? Mehr erlaube ich nicht. Und dann kann ich jetzt einen Switch bauen über diese 4 Expression-Arten und er weiß dann, wenn ich, 5. gibt es ja nicht, ich kann das Default weglassen, also ich habe diese Exhaustiveness, diese Vollständigkeit quasi abgeprüft. Gut. Gar nicht so einfach, aber jetzt wird es doch, zieht es ein bisschen an hier. Wir haben noch das Letzte, was jetzt in Java 17 ja auch ganz neu rauskam, das ist das Pattern Matching for Switch. Jetzt kommen auf einmal alle Sachen zusammen, die wir jetzt heute schon gesehen haben, nämlich Switch Expression, Pattern Matching for Instance Off und die Sealed Classes und die Records noch nicht ganz, die kommen erst später, aber solche Sachen kommen da auf jeden Fall jetzt. Und ich zeige mal ein Beispiel, das zeigt jetzt mal, wie mächtig so ein Switch auf einmal werden kann, auch wenn da noch viel fehlt. Da kommen noch Sachen, also das funktioniert schon. Ihr werdet gleich noch Beispiele sehen, wo die Dinge, die jetzt dann erst später hinzukommen, das Ganze noch mächtiger machen. Und zwar habe ich hier eine Methode, evaluate type with switch. Da übergebe ich irgendein Objekt und das switche ich dann über das Objekt und wenn es ein String ist, und hier sehen wir wieder dieses, was wir vorhin als Instance of String S hatten, wenn es ein String ist, dann wird es auf dem S gecastet, also gecastet und der Variable S zugewiesen und dann kann ich in meinem Case-Zweig, und das könnte ja auch ein Block sein, also jetzt haben wir hier einfach eine Expression, aber ich könnte auch mit geschweiften Klammern einen ganzen Block aufmachen, kann ich jetzt mit diesem S beliebig weiterarbeiten und ich muss mich nicht darum kümmern, das selbst zu casten, ich kann nicht den Fehler machen, einen falschen Typ zu casten und so weiter. Das gleiche mit Collection, das ist eigentlich das identische Beispiel zu dem if-else, was ich vorhin hatte. Das hatte ich ja so ähnlich schon mal drin. Und Default jetzt in dem Fall, weil ich jetzt mit String und Collection brauche ich ein Default tatsächlich, ist dann halt irgendwas anderes. Das kann ich nicht weglassen, sonst meckert der Compiler hier. So, das ist jetzt der erste Schritt. Das sieht jetzt erstmal noch ein bisschen einfach aus, aber der große Unterschied ist, wir haben jetzt keinen Integer mehr und keinen Enum und keinen String oder irgendwas. Wir haben jetzt Class-Datei, also Class-Objekte hier. Wir haben Typen. Das ist das Type-Pattern, also die erste Implementierung von diesem Pattern-Matching for Switch, JAP 4.06, ist noch als Preview jetzt in Java 17 hinzugekommen, da geht es um Type-Patterns. Und es gibt aber neue Formen noch, die zeige ich gleich noch als Ausblick, weil das ist noch nicht fertig. So, ist noch nicht ganz fertig, das ist relativ kompliziert, also wenn man sich diesen JAP mal durchliest, ich habe den auch noch nicht 100% verstanden, muss ich zugeben, das wird jetzt alles so nach und nach, wenn wir uns damit mehr beschäftigen, ist das Ding noch viel mächtiger. Der kann jetzt nämlich sogar Null-Checks, ich weiß nicht, wer das weiß, aber in einem Switch, wenn ich einen Switch mit einem Nullwert aufrufe, fliegt der mir sofort um die Ohren. Das heißt, also Switch-Statement, die alten, ne? Weil er sozusagen einfach sagt, es darf nicht null sein. Wenn ich im Switch null verwenden, also nicht sicher sein kann, ob da ein Nullwert in dieses Switch hier reingeht, also das O, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass es nicht null ist, dann muss ich vorher einen Null-Check machen. Und das ist ja schon nervig, dass ich einen Switch habe, der eh schon nervig ist und oben drüber noch einen Null-Check machen muss. Jetzt kann ich einfach auch Nullwert übergeben bei diesem Switch for Pattern Matching hier sozusagen. Und dann kann ich so einen Case-Zweig haben für Null und in dem Fall gebe ich einfach True zurück.
eben dann, ich will ja hier prüfen, ob es null oder leer ist und so weiter, dann gebe ich hier direkt true zurück. Oder ich habe dann einen Case-Zweig und dann geht es wieder weiter. Aber hier haben wir jetzt noch die Besonderheit, ich kann sogenannte Guarded Patterns benutzen. Das heißt, ich kann an meinen Bedingungen, die ich im Case-Zweig hier abprüfe, noch einen boolschen Ausdruck anhängen. Das mache ich einfach mit diesem und das nennt man ein Guarded Pattern. Das kommt auch, gibt es auch in Haskell und Scala und so. Das ist jetzt nichts, was Java da irgendwie selber macht, sondern das ist typisch. Und hier kann ich jetzt eben sagen, ich habe Strings, aber nur die leeren sollen true zurückgeben. Alle anderen Strings, die nicht leer sind, weil wenn er nicht leer wäre, würde er da ja nicht reinspringen, die geben false zurück. Ja, und dann kann man das auch sehr kompakt ausdrücken. Könnte man das nicht weglassen? Was default geht's dann? Ja, in dem Fall schon. Das Beispiel ist jetzt vielleicht nicht ganz korrekt oder nicht ein bisschen überflüssig. Ich wollte einfach mal die Beispiele zeigen. Ja. Nee, da hast du recht. In dem Fall könnte man das dann sogar weglassen, weil er dann beim Default auch false zurückliefert. Das stimmt, ja. Ich wollte nur das, genau den Fall zeigen und das würde dann nicht funktionieren, wenn ich es weglasse. Ja. Cool. Ja, das war es auch schon zu den Neuerungen. Ihr habt es geschafft. Ich hoffe, es war nicht zu viel am Ende. Es waren ja erst kleinere Sachen und dann wurde es dann doch ein bisschen mehr. Kleiner Ausblick noch und dann haben wir es auch für heute geschafft. Und zwar, das hier finde ich ganz nett, fand ich irgendwo mal gefunden, so ein Zitat. Das ist, glaube ich, so ein allgemeines Problem. Jetzt gibt es ganz viele neue, tolle Sachen in Java, aber wir können die nur verwenden, wenn auch die Leute verstehen, wie sie funktionieren. Das ist, glaube ich, immer so ein Problem. Eine der Stärken von Java, wenn man es genau nimmt, ja auch, weil Java eigentlich immer nie die neuesten, tollsten Features hatte, aber damit auch sehr breitentauglich war, sehr massenkompatibel war. Aber das sind jetzt schon Dinge, also ein Pattern Matching, das werden vielleicht nicht mehr alle Leute verwenden wollen, weil sie die Konzepte auch gar nicht so verstehen oder verstehen wollen, wie auch immer. Also das ist immer so das Problem. Man muss natürlich gucken, dass jetzt der Durchschnittsentwickler das nicht falsch nutzt und dann am Ende mehr Schaden anrichtet. So, kleiner Ausblick. Wir hatten dieses Projekt Ember, jetzt fällt mir der Name auch wieder ein, das ist oben links das Symbol. Das werden wir nochmal ganz kurz gleich sehen. Wir haben noch Projekt Loom, das ist diese Spule. Da geht es um leichtgewichtige Threads, auch eine spannende Sache. Wir haben, ich glaube, links ist Panama, rechts ist Valhalla, genau. Ich habe die Symbole mir mal überlegt, die fand ich ganz witzig, aber ich weiß sie nicht mehr genau. Also es ist die Flagge von Panama, deswegen ist es hier. Und gehen wir mal ganz kurz durch. Ember ist tatsächlich ein Projekt, was auch jetzt seit mehreren Jahren schon existiert, so ein Inkubator-Projekt. Das heißt, die entwickeln da Sachen, wo sie denken, das sind kleine nette Features, das haben die auch hier erklärt, die die Sprache Java produktiver machen. Und die meisten Sachen da drin sind witzigerweise ganz viele Puzzleteile, die zu diesem Pattern-Matching gehören. Es gibt nur zwei offizielle Jabs, die tatsächlich nichts mit Pattern-Matching direkt zu tun haben. Das eine kennt ihr alle, das ist die Local Variable Type-Inferenz, die kam in Java 11. Das ist dieses var-Schlüsselwort var. Und das zweite ist Textblock, das haben wir ja gerade gesehen. Und der Rest, wenn man das mal durchgeht, also das sind jetzt nicht alle, aber das sind die, die jetzt mit Pattern-Matching zu tun haben, sind auch alle in Ember entwickelt worden, sozusagen, haben mit Pattern-Matching zu tun. Das hängt natürlich zusammen, dass es immer Preview 1, 2, 3 gab und so. Deswegen sieht es so viel aus. Es sind am Ende nur die 5, 6 Sachen, aber das ist sozusagen die Menge plus noch Textblöcke plus var und dann ist Ember auch schon fertig. Und bei Pattern-Matching haben wir gerade ganz viel gesehen. Deswegen will ich eigentlich nur noch einen ganz kurzen Ausblick geben. Was kommt jetzt mit Java 18? Und jetzt kann ich auch offiziell verkünden, es kommt mit Java 18, also im März nächsten Jahres, weil gestern war es noch nicht drin, aber heute habe ich es gerade gesehen. Und zwar kommt dann ein Record-Pattern in Array-Patterns, also es ist ein neuer Chap, 405. Und ich habe mal ein Beispiel noch mitgebracht, um euch jetzt nicht zu sehr vom Apero abzuhalten. Da kann man viel mehr Beispiele zeigen. Also wenn ihr euch interessiert, guckt bitte mal in den Chat rein. Da gibt es ganz viele Beispiele. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel, da ist alles drin. Das ist natürlich jetzt blöd, weil da muss ich euch mehr erklären. Aber es zeigt einfach die ganze Mächtigkeit jetzt auf einmal. Und zwar kann ich jetzt die Records benutzen. Und ich habe jetzt hier einen Record Point und der hat ja x1 und y1 als, also x und y als Koordinaten. Ne? Das, wenn ich einen Record definiere, gebe ich x und y mit als interne Datenstruktur meines Records. Haben wir ja vorhin mit dem Monetary Amount gesehen. Da gab es einen Geldbetrag und Währung. Jetzt haben wir hier x1 und y1. Oder x und y, Entschuldigung. Und was ich jetzt machen kann, ich kann sagen, ich möchte switchen und wenn es ein vom Typ Point ist, das kennen wir ja schon, der Typ haben wir eben gehabt, das war dieses Type-Pattern, aber jetzt kommt das Besondere, jetzt geht es um Rekordtypen, dann kann ich hier sagen, dass es halt ein X und Y geben soll und ich übergebe jetzt hier Variablen und er füllt mir die quasi aus. Das heißt, wenn er jetzt hier reinspringt, wenn das if hier gültig ist, dann ist X und 1 befüllt mit den Werten, die in diesem Objekt drinstecken. Also wenn das O ein Point ist und das hier quasi passt, dann kann ich auf x1, x2 oder y1 und so weiter zugreifen. Da stecken die Werte dann drin. Der destrukturierte mir das Ganze jetzt. Und das ist der erste Teil, das ist dieses Record-Pattern. Und das habe ich jetzt hier noch kombiniert mit dem
Array-Pattern, also das Array muss nicht mit Record kombiniert werden, das ist jetzt hier ein bisschen doppelt gemoppelt leider, ich hoffe, es ist okay. Und da kann ich jetzt sagen, wenn mein O vom Type Point Array ist und genau mindestens zwei Elemente enthält, nämlich einen Punkt und noch einen Punkt und beliebig viele weitere, dann soll das quasi matchen, also dann ist das if true und dann kann ich eben, dann wird das Record-Ding quasi destrukturiert und dann kann ich auf x und y zugreifen. Und das ist jetzt genau das, was Pattern Matching eigentlich ausmacht, ne? Dieses Destrukturieren, dieses Zerlegen meiner Objektstruktur in die einzelnen Bestandteile und ich kann mit den Bestandteilen weiterarbeiten. Natürlich könnte ich auch das hernehmen und könnte sagen, gib mir mal x1 und gib mir mal x2 und so weiter, aber das kann ich mir alles sparen, das macht er für mich und das sind ja diese fehleranfälligen Sachen, wo man sich dann eben auch mal vertut. Also das finde ich dann, das ist jetzt Pattern Matching, wenn es dann mal kommt, wo es dann so langsam in die Richtung geht, jetzt wird es dann nicht perfekt vielleicht, aber jetzt wird es brauchbar, ja. Gut, es soll noch mehr Pattern-Typen irgendwann geben, aber die kenne ich jetzt auch nicht so genau. Also da gibt es so, gibt's auch ein paar nette Artikel, kann man gerne mal reinschauen, wer sich dafür interessiert. Oder können wir gleich noch ein bisschen diskutieren. So, Java ist nicht mehr kostenlos, hatte ich vorhin gesagt, und es gibt jede Menge Alternativen. Das stimmt nicht mehr ganz. Sie haben ja jetzt gerade vor zwei Monaten gesagt, übrigens, OracleJDK ist auch wieder kostenlos, könnt ihr wieder kostenlos produktiv einsetzen. Und es gibt aber auch weiterhin viele Alternativen, weil die haben jetzt deswegen Adopt OpenJDK Adoption ja nicht gleich abgeschafft. Das läuft jetzt einmal, jetzt haben sie Pech gehabt, jetzt müssen sie damit leben, dass sie Konkurrenz haben. Aber finde ich ganz schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also hier haben sie bei Java Downloads angekündigt, JDK 17 Binaries sind wieder free to use in production. Das ist das, was ich hier gerade sagen wollte. Das war jetzt mal 3 Jahre lang nicht frei, jetzt ist es doch wieder frei, nutzbar. Dann gibt es eben Adoption, haben wir schon ganz viel drüber gesprochen. Adoption ist ein total spannendes Projekt, da würde ich jetzt wieder 5 Minuten erzählen, deswegen lasse ich es mal, lass uns gerne beim Apero sprechen drüber. Und das hier ist vielleicht noch so ein Tipp, weiß nicht, wo ihr gerade steht, wenn ihr noch bei Java 8 oder älter seid, schiebt das nicht zu lange vor euch her. Java, die Migration auf 11 oder dann natürlich höher, die ist nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Und es geht ja jetzt Schlag auf Schlag, alle zwei Jahre gibt es dann neue LTS-Releases, da ist dann der Sprung auch nicht mehr so schlimm. Also von 8 auf 11 ist ein bisschen mehr Aufwand und dann geht es, glaube ich, relativ einfach, je nach Konstellation. Und ich kann immer nur empfehlen, macht die Updates irgendwann. Man profitiert auch davon. Und das war immer so ein Slogan von mir, so ein LTS-Release, finalisiert ganz viel. Das stimmt diesmal leider auch nicht. Naja, sie haben da doch ganz viele Preview-Features noch drin, aber ist egal. Vor allem haben sie jetzt nur noch alle 2 Jahre. Das haben sie ja auch geändert. Also da gibt es ein paar Neuerungen. Findet man da, gibt es offizielle Ankündigungen, ne, dass es jetzt in 2 Jahren schon nächste Release gibt. Und wir haben noch eine neue Seite. Es gibt eine Top-Level-Domain .java jetzt. Und es gibt eine Seite, die heißt dev.java. Früher gab es immer java.net, jetzt heißt es dev.java. Ich habe vorhin nochmal geguckt, da ist es nicht mehr drauf hier, aber da stand immer lange soon. Also ich weiß nicht, ob sie das jetzt haben und ich finde es gerade nicht, aber das ist auch cool. Man kann jetzt Java im Browser ausführen als REPL, also als Read Eval Print Loop. Ist vielleicht ganz nett, um mal so ein bisschen kurz was spielen zu können, hat gerade kein Java. Also wenn man es auf dem Handy mal schnell irgendwas machen will, könnte man jetzt im Browser hier direkt Java-Code ausführen. Aber das war angekündigt und jetzt habe ich es nicht gefunden. Also vielleicht haben sie es auch wieder abgekündigt, weil es nicht funktioniert hat. So, Java 18, gestern reingeguckt, da waren 5 Chaps drin. Jetzt haben wir 2 oder 3 mehr auf einmal. Und der eine, den habe ich nicht gesehen? Ich habe ihn gar nicht, Mist, ich habe mich verguckt. Der ist gar nicht drin. Jetzt habe ich angekündigt, der ist drin, er ist gar nicht drin. Der kommt noch. Wir haben ja noch 2 Wochen Zeit bis zum 9.12. Dann haben wir nämlich die Ramdown-Phase 1. Also da muss das Feature complete sein. Und ich dachte eben, ich habe das wirklich kurz vor dem Vortrag hatte ich reingeguckt, da waren auf einmal mehr. Ich habe den Screenshot gemacht und ich hatte eigentlich gedacht, dass dieses 405 dabei ist. Ne? Aber ich habe mich verguckt, tut mir leid. Jetzt habe ich euch den Mund wässrig gemacht. 405, das ist dieses Array-Patterns und das Record-Patterns. Ich hoffe sehr, dass es kommt. Wenn nicht, kommt es halt in 19, dann kommt es halt nächstes Jahr im September. Aber sie sind dran, vielleicht haben sie es noch nicht so weit und sind deswegen noch nicht drin. Aber es könnte sein, dass es in den nächsten 2 Wochen noch einrutscht. Also das wäre natürlich schön. So, die Folien kann man sich runterladen. Den Vortrag selber kann ich auch ablegen, aber den Vortrag habe ich schon mal bei der Basel One auch gehalten. Also das sind dieselben Folien, ladet es euch gerne runter. Da findet ihr jetzt schon, auch jetzt sofort, könnt ihr reingucken. Und ich bin durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch einen ganz schönen Überblick geben. Und lasst uns einfach nach oben gehen und gerne noch ein bisschen weiter plaudern und austauschen. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis gleich. Vielen Dank, Falk.